Moin, meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einem Special Podcast an der Stelle oder WrestleMania Talk, wie ihr es nennen möchtet, ja. Der normale Podcast wird wie immer stattfinden, am Freitag kommt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr keinen Bock auf Wrestling habt, ja, warum auch immer, ich verstehe das nicht, dann könnt ihr auch abschalten an der Stelle, aber ich freue mich super, ich freue mich total, da begrüßen zu dürfen, einmal Steini, hallo. Einen wunderschönen. Dann in die Runde. Kalle. Moinas, moin. Kalle Kuschinski und nochmal Tactics aka René, hallo. Was geht ab? Geil, und genau die Personen fahren mit unter anderem mir zu WrestleMania 40, Alter. Wir fahren einfach dahin, wir fahren nach Philly, ey. Wir sind eingeladen worden, alle von 2K, was mega geil ist. Und ich freue mich da total drüber, das ist so ein Happening, das ist so ein geiles Erlebnis, das ist einfach ein Träumchen. Weiß nicht, wie so bei euch da so das Feeling ist, das kribbelt bei mir schon so seit, ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen gefühlt. Das ist echt Wahnsinn, ja. Ja, ich muss sagen, also für mich war es halt irgendwie, ich war ja das erste Mal überhaupt bei einem amerikanischen WWE-Event jetzt im Januar bei Royal Rumble, in meinem ganzen Leben, und ich habe noch nie... Also mein Leben lang habe ich immer davon geträumt. Ich habe gesagt, irgendwann hast du die Kohle, fliegst du mal rüber, gehst da hin. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt irgendwie dieses Jahr alles klappt. Und dann noch zusätzlich mit WrestleMania, wo jetzt ja auch The Rock dann irgendwie nochmal wieder mit dabei ist, was ja irgendwie auch so ein Kindheitstraum ist, den mal irgendwie live irgendwie zu erleben, so als Wrestler. Schon krass, muss ich schon sagen. Du hast ja gerade noch gesagt, dass du niemanden irgendwie gefühlt im Umkreis hast, mit dem du über Wrestling quatschen kannst. Und ich sagte, wie es ist, ob du da bei Starbucks bist, ob du irgendwie, weiß nicht, im Restaurant nur fragst, ob du aufs Klo gehen kannst, du siehst überall jemanden mit einem Wrestling-T-Shirt rumlaufen, mit einem Gürtel rumlaufen. Letztes Jahr war es ja extrem, da kam ja gerade der LA Night-Push und dann ist jeder rumgelaufen und hat geschrien, yeah! Und das war so das Verständigen, so, bist du Wrestling-Fan? Yeah! Und das ist, ich glaube, das wird nicht anders dieses Jahr. Ja. Das ist geil. Wir haben halt wirklich ein krasses Schedule, würde ich sagen. Also wir gucken halt nicht nur die WrestleMania-Tage, sondern wir werden halt auch zu NXT gehen. Wir gucken uns SmackDown an, wir gucken uns Raw an. Wir werden wieder Wrestlerinnen oder Wrestler interviewen. Also wahrscheinlich gehe ich mal von aus, wenn das klappt. Also wir haben da echt einen geilen Zeitplan und auch straffen Zeitplan. Das wird nice. Und da werden wir auch, ich denke mal, nehmt ihr alle eine Vlog-Kamera mit? Vlog-Kamera mit? Sicher, also ich denke, da wird jeder geilen Shit produzieren. Das wird nice, das wird richtig cool. Ja, vor allem, ich bin ja auch ein Paul Heyman-Enthusiast. Und ich bin voll froh, dass wir, wenn wir bei der Hall of Fame sind, sehen, wie er inducted wird. Also das finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also ich fand Paul Heyman schon immer richtig geil. Und für mich ist es jetzt schon ein Highlight, ihn dann dort auch zu sehen. Ja, gut, ich glaube, zu meiner Wrestling-Zeit so, ich gucke jetzt seit so 2007, 2008, da bin ich wirklich so drin, so früher als Kind mal so Undertaker und Hulk Hogan geguckt, aber so seit neuesten, also seit 2008 dann wirklich so auch in WWE und Wrestling ein bisschen drin, und da ist der für mich halt einfach so mit der größte Manager, den es so gibt, von denen, klar, es gab vielleicht noch ein paar andere, so ein Paul Bearer und so weiter, aber für mich ist halt Paul Heyman da der Größte. Persönlich. Ja, safe. Ja. Safe, ja. Hat er auf jeden Fall verdient. Ja. Also ich hätte jetzt einfach so gesagt, ne, das Problem ist, WrestleMania ist ja in zwei Tage unterteilt. Ne? Du hast einen ersten Tag oder Night 1 und Night 2. Da sind jetzt noch nicht allzu viele Matches von bekannt, was jeweils an Night 1 und Night 2 geschehen wird. Da gibt es, glaube ich, jetzt gesagt, es sind nur drei Matches gescheduled sozusagen. Ich würde jetzt einfach mal aus Interesse, Steini, was ist dein krasses, oder auf welches Match freust du dich am meisten, außer die beiden Main Events, die wir wahrscheinlich haben werden? Also vielleicht freust du dich da auch nicht am meisten drauf, aber ich dachte, die nehmen wir vielleicht dann als Main Event selber, dass wir die besprechen. Aber worauf freust du dich sonst von den Matches, die bekannt sind, am meisten sonst drauf? Da können wir das ja als erstes besprechen. Also ich glaube, das meiste Potenzial hat das Tag Team Match, das Leiter TLC Dingen, glaube ich. Vom Potenzial her steckt da am meisten drin rein, was Spots angeht und sonst irgendwas. Plus ich glaube, die Titel werden an Mania gesplittet werden. Endlich.
Also wir werden Doppel-Champ kriegen, glaube ich. Ja, das kann man halt auch ganz gut machen. Also es gibt ein Six-Pack Tag Team Ladder Match. Also diese Namen sind immer so geil beim Wrestling. Das sind tatsächlich auch noch nicht alle von bekannt. Wenn ich mich recht oder vertue ich mich gerade? Nee, die haben sich doch glaube, jetzt bei SmackDown sind noch zwei Tag-Teams. Genau, die haben sich noch nicht qualifiziert, die SmackDowns, ne? Genau. Ja, genau. Also es ist bekannt, eine Judgment Day, Finn Balor und Damian Priest, die sind quasi die Tag-Team-Champions. Die haben noch die Raw und SmackDown-Championships. Und dabei ist noch DIY, also Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Das ist sowieso geil, dass die wieder zusammen sind. Dann hast du Awesome Truth, also Miz und R-Truth, was auch noch ziemlich geiles Raw-Segment, by the way, letzten Montag war. Und du hast New Day mit Kofi Kingston und Xavier Woods. Und dann hast du noch, theoretisch, den Sieger aus Legado del Fantasma und der New Catch Republic und Austin Theory und Grayson Waller gegen die Street Profits. Wenn ich ja, das genau. richtig in Erinnerung habe. Was denkt ihr, wer wird sich da durchsetzen bei SmackDown? Also es ist natürlich, ne, man muss ja predikten im Zweifel. Ja, also bei dem einen Ding bin ich mir relativ sicher, haben wir auch schon öfters privat so ein bisschen drüber gesprochen, weil AOP hat ja mit Karrion Kross und allem drum und dran, dieses Stable da, was sie haben, haben ja eine Fehde gegen Bobby Lashley, Street Profits. Jetzt haben die sich praktisch im letzten Match dadurch fürs Finale qualifiziert. Und ich denke, dadurch, dass AOP auch die Heels in der Fehde sind, werden die sich da nicht nehmen lassen, denen das zu versauen. Also die haben praktisch jetzt, die einen haben den anderen praktisch versaut, dass sie nicht im Match dabei sein können. Dann werden die sich im Finale rächen und so können dann praktisch Austin Theory und Grayson Waller, auch wenn die beiden natürlich auch Heels in der WWE sind, so dann den unfairen Sieg einfahren und das passt dann so ein bisschen in die Story rein. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite relativ easy und dann was war das andere? New Catch Republic, glaube ich, ne? Also da wäre ich auch eher Tyler Bate gegen Legado de Fantasma. Die hatten ein geiles Match bei was war das denn nochmal? In Australien, glaube ich, ne? Beim Elimination Chamber. Das war echt stark, technisch gut, sind gute Wrestler, kriegen auch gutes Showing, so deswegen ich glaube, das wird man da weitermachen, sodass man Legado del Fantasma gegen die LWO oder sowas in die Richtung bringen kann. Ja, also seht ihr das anderen auch so? Oder Einsprüche? Ich gehe das mit. Weil, also ich sehe das halt, also ich finde es halt auch einen Austin Theory und einen Grayson Waller, die eigentlich schon auch das ganze Jahr über auch sehr aktiv in den Wochenshows präsent waren, finde ich, haben das auch verdient. WrestleMania-Match zu kriegen. Klar, Theory hatte letztes Jahr seins mit Cena, aber irgendwie finde ich das schon richtig und New Catch Republic ist halt so, das sind so die Triple H Buddies, das sind die Triple H Boys, die Chosen Boys, die beiden Pete Dunne und Tyler Bate, die liebt er und ich glaube, die will er halt auch featuren und die sind halt auch wirklich gute Wrestler, das hat man halt bei NXT damals schon gesehen. Das wird nice. Ja. Ich muss sagen, ich finde, also ich bin auch so ein bisschen bei Steini. Mich nervt das mit diesen Tag Team Titles so, diese Unified-Scheiße, so, das geht mir irgendwie total auf den Piss irgendwie. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch den Sinn von Anfang an nicht gecheckt. So, also warum die das überhaupt gemacht haben. Klar, das war irgendwie noch dieses Bloodline-Ding und dann wurde die, ich glaube, Kevin Owens und Sami Zayn haben dann, glaube ich, abgenommen und dann ist es jetzt irgendwie an Judgment Day gegangen. Ne? Ich glaube, warum man das hatte jetzt sich so ewig hält, keine Ahnung, ey. Ich glaube, man hatte zu dem Zeitpunkt, als sie so zusammengeführt wurden, gar nicht so viel krasse Tag-Teams unterwegs, die so wirklich auch in den Shows vernünftig waren, hätte ich jetzt gesagt. Also da kamen jetzt auch wirklich noch viele hinzu über das Jahr hinweg. Ja. Und ich fände es halt auch nur smart, wenn man sie wirklich da jetzt splittet, weil das ist genau, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt halt. So, du kannst es halt gerade in einem Ladder-Match, keine Ahnung, dann hängt sich da einer an den Titel ran oder an einen Titel und der fällt dann runter oder sowas mit dem Titel und dann haben sie den gewonnen und dann hat er sich halt verletzt, sag ich jetzt mal, und dann kommt halt ein anderes Team und holt sich einen anderen Titel so. Das wird halt super Sinn ergeben, auch bei mir. Also das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre, aber sag niemals nie. Ja, man hat ja auch R-Truth im Ding und der Gedanke, dass R-Truth da hochklettert,
und dann die beiden Titel abnimmt oder vielleicht sogar auf der anderen Seite, dann sagen wir mal jetzt einfach New Catch Republic, dass du einmal SmackDown, einmal Raw hast und die einigen sich dann, weil beide gut sind, so einfach jeweils den Brand zu nehmen, den sie vertreten oder in dem Sinne, dass du einfach R-Truth hast, der die beiden Gürtel nimmt, runterklettert, die Miss in der Hand drückt und der Miss dann sich so denkt, aber was ist mit den anderen beiden? Und in der Zeit klettert dann schon jemand anders hoch, so dass du so ein bisschen mit R-Truth aus Witz so erzählen kannst. Dann hast du natürlich auch noch den Vorteil, dass du halt das Ganze auch noch mit Judgment Day weitererzählen kannst, die aber nicht auf Krampf beides irgendwie wieder angehen wollen, so, sondern dann sich wieder an R-Truth und so rächen wollen, irgendwas in die Richtung. Ich glaube aber auch so wird es passieren. R-Truth wird hochgehen und wird zwei rote Titel abhängen, statt ein rot und blau. Also 1000%ig wird das passieren. Und ich glaube auch, dass Miz und Truth einer der beiden Gewinner sind, einfach weil du damit einen safen Pop mitnehmen kannst zum Start. Ich glaube, das Match sehen wir früh. Weil ich glaube, die haben keinen Bock danach noch mitten in der Show die Leitern, Stühle, alles raus, da musst du wieder abbauen. Ich glaube, das wird zum Start kommen oder als Opener zum Anheizen, gehst du mit Safe, Awesome Truth und daneben dann meinetwegen noch ein Smackdown-Team mit New Catch Republic oder so. Dann hast du die gesplittet, die Dinger. Dann hast du mit Damian Priest und Baylor nochmal, können die da nochmal, sind ja eh im Clinch, so ein bisschen einmal bei Raw ein bisschen was machen, plus Smackdown hat endlich ihre Titel und ich denke, das wäre nicht so verkehrt. Ja, also ja, ich glaube, ich kann da wirklich nur 100%ig zustimmen zu dem, was ihr sagt. Also es ist halt, ich finde, also ja, Miss and Truth, ja, die können es machen, DIY können das halt auch, ja, das, da würde ich mich halt noch gar nicht so krass festlegen. Vielleicht werden die auch im Zweifel gehen, so dann, weil sie die Smackdown-Titel haben, geht dann meinetwegen dann das eine Team rüber oder sowas dann zu SmackDown oder Raw dementsprechend. Das könnte ich mir auch durchaus noch vorstellen, dass sie dann das irgendwie nach dem Raw oder SmackDown After Mania dann nochmal umswitchen. Da würde ich jetzt mich gar nicht so krass auf den, also Sieger festlegen. Ich finde es sehr schwer, sehr, sehr schwer zu predikten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach Judgment Day einen Titel davon behält. Könnte auch sein. Ja. Aber ich meine halt nur für Mania willst du starten eigentlich mit einem Pop und guter Laune und mit Awesome Truth, den kannst du ja den Titel auch wieder easy abnehmen lassen, weil R-Truth wird ja nun mal als kompletter Dulli verkauft. So, ja. Du kannst ihn dann herhalten in zwei Wochen. Ja, safe, natürlich, überragend. Aber das halt mit Awesome Truth nimmst du einen safen Pop mit, die können das auch tragen, aber bei denen wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn die nach drei Wochen dann wieder abgeben. So, und dann kannst du die an DIY geben in so einem Handshake-Match oder irgendwie sowas. Aber ich glaube einfach für den Pop her wären die beiden die beste Option. Ich glaube auch, mit dem Match wirklich zu starten, wäre mega krass. Also irgendwie, ist das schon fest, steht schon fest, ob Samstag oder Sonntag? Nee, gar nicht. Okay. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch Tag 1 sein wird, weil eventuell sehen wir Damian Priest ja noch am zweiten Tag. Ja, das kommt ja, weil der muss ja auch noch cashen, ne? Also ja. der hat auch mal langsam Druck, so. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, bei wem der cashen soll, ehrlich gesagt, weil irgendwie beide Titel ziemlich geil sind. Mittlerweile die Regeln verlieren, solange wie der den hält, glaube ich. Was er damit machen muss. Ja, safe. Also, ja, das ist keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, wie das da sein wird. Aber ich denke, wie gesagt, das könnte durchaus ein Opener für Tag 1 werden. Ich finde es halt immer wieder krass, wenn ich auf das Alter von R-Truth gucke. Der ist halt 52. Echt? Und ich finde, der fühlt sich nicht an wie, also der sieht nicht aus wie 52 und der bewegt sich auch nicht wie 52. Der hat vielleicht, der ist jetzt kein, keine Ahnung, der ist jetzt kein Rey Mysterio oder sowas, so von der Technik her, aber ich finde halt trotzdem, für das Alter, finde ich das sehr respektabel, was der zeigt. Safe. Ja, absolut. Und ja, der passt halt wirklich der passt aktuell wirklich ganz gut rein. Der lockert so ein bisschen die ganze Stimmung auf, also wirklich, ich bin da großer R-Truth-Fan. Ist nice. Ja. Haben wir noch was zum Ladder-Match? Ich glaube, das könnte halt auch so ein Show-Stealer werden, durchaus. Also, wenn die Spots da reinkommen, das kann sehr, 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 sehr krass werden. Also, ich hab noch einfach so die kleine Hoffnung, dass jetzt am Freitag nur ein Team revealed wird und dass das letzte Team dann doch erst irgendwie wieder so ein Hardy-Boy-Move wird, so nach dem Motto. Dass dann irgendwie quasi in der Show erst wieder so irgend so ein altes Tag-Team, sowas wie, keine Ahnung, Dudley Boys oder sowas reinkommen. Ich weiß jetzt nicht, was man da auf dem Schirm haben muss, aber Shady freut sich. Ja, aber das Dudley Boy-Ding damals, das war so heftig, Alter, als die
dann wieder reinkam, oder auch die Hardys bei WrestleMania, was weiß ich, wann das war. Das war einfach krass. Das war ein krasser Moment. So ist, und auf solche Momente hoffe ich einfach, dass der sowas Pop war krass. Ich bin auch, ich hätte auch super, aber ich hätte Hardys nicht mehr, weil da siehst geht nichts mehr, leider. Ja, ja. Aber ich glaube, Barbary hat noch Saft im Tank. Und die müssen das Ding ja nicht gewinnen, so. Das ist ja, die sind Legenden so. Aber, die würde ich gerade in dem Match, die haben ja diese Stipulation als Tag-Team ja groß gemacht damals mit den Hardys, Edge und Christian, dieses legendäre TLC-Match bei denen. Oh, das wäre alleine die Mucke hören und so. Ja, die sind auch noch bei at the tables. Die Hardys sind auch noch bei AEW, glaube ich, unter Vertrag, ne? Also Matt Hardys Vertrag ist diesen Monat ausgelaufen und ich glaube, dass vertraglich eigentlich auch festgehalten wurde, dass Jeff Hardy auslaufen sollte diesen Monat. Das Problem bei Jeff Hardy oder bei den Verträgen auch typischerweise im Wrestling ist, dass wenn du wegen einer Verletzung ausfällst, dass dann die Zeit hinten drangehangen wird. Mhm. Und er hat sich ja praktisch die Nase gebrochen bei einem unschönen Moment in AEW und dann ist das jetzt, glaube ich, eher vom Tisch. Man hat vor kurzem gesehen, dass Matt Hardy auch im Stadion bei einer SmackDown oder Raw-Ausgabe, ich glaube nicht letzte, sondern davor die Woche war. Ja. Ich denke, das war schon mal so, das alleine reicht ja schon aus. Das ist ja eigentlich, was die WWE ganz gut gerade macht, so, die lässt die Zuschauer darüber reden. So. Die müssen das gar nicht selber erzählen, sondern die sorgen dafür, dass solche Dinge einfach sich von selber durchs Internet verbreiten und dann können die einfach sagen, ja, Leute haben es ja schon geahnt und dementsprechend geben wir denn jetzt den Pop. Also ich glaube auch nicht, dass die Hardy Boys da irgendwie wiederkommen werden. Aber ich schließe auch nicht aus, dass wenn du 5 Leute oder 5 Tag-Teams da reinpacken willst, dass es bei irgendwelchen dann irgendwie Backstage nochmal kurz vor Mania irgendwie einen kleinen Moment gibt, wo die dann ausfallen und dann musst du auf Kampf irgendwie dir was anderes überlegen. Kannst du schon ganz perfekt. Kannst du schon halt ganz gut erklären, wenn halt Judgment Day versucht, da nochmal einen auszuschalten, ne? Und dann, hier, leider können DIY nicht mitmachen, aber dafür haben wir für euch jetzt hier Bubba Ray oder die Dudleys oder wie auch immer, ne? So, das kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Ich wäre aber jetzt auch nicht enttäuscht, wenn es nicht so wäre. So, das ist jetzt nicht für mich so eine Erwartung, wo ich sagen würde, das muss jetzt kommen. So, nee, ich finde es halt. Das wäre halt geil, aber. Ey, ich fände es jetzt so, das ist halt auch so passend, wie es jetzt ist. Oh, ja, wäre halt Fanservice so ein bisschen. Ja. Die brauchen tue ich dann auch nicht so. Wir haben sowieso lange gebraucht, bis wir wieder eine ernstzunehmende Tag-Team-Division da an den Mann kriegen. Wäre halt cool, so. Ich würde es feiern, so. Aber wäre halt auch wieder andersrum kacke, wenn du da jetzt irgendjemanden rausnimmst, der da ein bisschen was für getan hat, sag ich mal. Ja. Aber ist auch wieder ein positives Zeichen. Wir haben vor einem Jahr das Gefühl gehabt, dass die Tag-Team-Division so bisschen vor die Hunde geht, beziehungsweise wo man sagt, so irgendwie alle 2-3 Wochen das gleiche Ding. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Ding bei den Frauen aufbauen würde, dann hätte man, glaube ich, so ein ähnliches Problem wie vor einem Jahr bei den Männern. Und jetzt kann man einfach sehen, dass man kann ein Turnier gefühlt daraus bauen aus 10 Tag-Teams, die sich dann darum streiten oder qualifizieren, wer dann halt in dieses Six-Pack-Tag-Team-Ding kommt. Also das ist schon Tag-Team-mäßig ist die Division auf jeden Fall einen guten Sprung nach vorne. Ja. Unabhängig davon, Mania ist Samstag, Sonntag, ne? Ja. Ja, die Dudleys werden auf jeden Fall nicht da sein. Okay. Ich hab direkt geguckt. Hast du den Terminkalender parat, oder was? Devon ist gemeldet für die WrestleCon Samstag, Sonntag. Also das. Ja, aber WrestleCon ist ja nur bis 2. Ja, aber anderen morgen direkt wieder. Glaubst du nicht, wenn der bei Mania auftritt, dann hat er unterschrieben. Ja, so, dann wird er nicht bei der Der Mann ist ein Worker. Ich sag nein. Gut. Plus, der hat einen Schlaganfall gehabt, glaube ich, erst vor kurzem. Oh shit. Alles ja, okay. Gut, dann lass ich mich. Muss jetzt nicht unsere Träume zerstören. Ja, ist echt so. Jetzt will ich auch gar nicht mehr fliegen. Ja, gar keinen Bock mehr, ey. Danke dafür. Okay. Vielleicht jemand anders. Wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen. So ist es nicht. Gut, dann Kalle, hast du noch ein Match, wo du sagen würdest, das ist richtig geil, wo freue ich mich nochmal richtig drauf? Außer jetzt bitte nicht das Sixpack Tag Team Ladder Match. Nee, also ich, kleine Side Note, ich freue mich sehr auf das Uso-Match. Jay und Jimmy, freue ich mich sehr drauf. Ist jetzt aber nicht das krasse Highlight für mich. Für mich tatsächlich wird es irgendwie auch Rhea Ripley gegen Becky Lynch tatsächlich, weil ich bin ein riesen Rhea Ripley-Fan. Also ich finde mega krass, was bei ihr so abging, so die letzten Jahre, auch dieser ganze Werdegang. Bin ich übelster Fan von und ich habe sie auch schon getroffen. Deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen, vorbelastet, was das angeht. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das gerade für die Women's Division ein richtig geiles Ding wird. Und
kann mir da vorstellen, dass das einfach ein richtig Hammerbrecher wird. Ich hoffe, dass es nicht zu kurz wird tatsächlich. Das hat man in der Vergangenheit auch mal gesehen, dass irgendwie, wenn dann irgendwie doch nochmal so ein John Cena auftreten soll oder irgendwie doch nochmal ein Undertaker vor die Kamera soll, dass dann irgendwie gerade solche Matches gekürzt werden. Hoffe ich nicht, weil irgendwie Bloodline wird wahrscheinlich eh sehr viel Raum einnehmen, insgesamt das ganze Wochenende. Aber deswegen freue ich mich sehr auf das Match. Ja, krass. Also, es ich liebe Rhea Ripley, wirklich. Die ist für mich mit Abstand die, jetzt nicht falsch verstehen, heißeste Wrestlerin in dem Sinne, dass sie nicht die heißeste ist für mich irgendwie ne, sexuell oder sowas, sondern ich finde, sie ist halt mit Abstand die kompletteste Wrestlerin, die aktuell auf der Welt für mich vorhanden ist. So, die ist seit, ja, die ist seit, wie lange ist die Champion jetzt? Auch mehr als ein Jahr? Seit 39. Also, stimmt, stimmt. Die ist jetzt dann ein Jahr Champion. Und die hatte auch einen coolen Titelrun. Ich finde, die hat gar nicht so häufig verteidigt. Aber ich finde. Ich glaube, 8 oder 9 Mal, ja. Ja, aber ich finde, ihre Matches sind halt trotzdem immer wieder nice. Dieses Komplettpaket, sie kann gut am Mic. Ich nehme ihr das 1:1 ab, dass sie halt einfach wirklich so eine krasse, dominante Championess ist. Also wirklich, da gehe ich voll mit. Rhea Ripley ist für mich, wie gesagt, da die Beste. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, ich eher bei dem anderen Frauenmatch wäre, weil, wo ich mich mehr drauf freuen würde, weil ich finde, Becky Lynch hat im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren sehr viel an Fahrt verloren zu dem früheren The Man, wie es ist. Halt war, ja. Keine Ahnung, die hat vielleicht ja ihre, die musste ja teilweise ihr Gimmick wechseln, dann war sie ja Big Time Backs oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwie ja, also, fehlt mir da so ein bisschen so, weißt du, bei Bayley und Io Sky hast du, da kommen wir wahrscheinlich dann gleich zu, da hast du mehr Storyline hinter. So, Becky hat sich die ganze Zeit jetzt noch mit Nia Jax geprügelt, anstatt sich halt schon vernünftig mit Rhea Ripley da zu prügeln. Das war jetzt, bei Raw war das insane witzig, weil Dom Dom ein paar auf die Schnauze bekommen hat. Das war super. hab alles dran geliebt. War auch geil. Ich freue mich auch auf das Match. Das wird ein insane gutes Match, glaube ich. Das sind wirklich, Becky Lynch ist trotzdem eine insane gute Wrestlerin auch. Und Rhea Ripley, das wird ein gutes, also wird wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Aber, also was mich halt einfach so fasziniert, ist einfach tatsächlich, also vor allem Rhea Ripley, weil sie also für mich so einfach so die moderne China ist, so von früher. Einfach mega das Muskelpaket, aber halt auch noch gut am Mikrofon, einfach richtig krasse Attitude und liefert halt mega ab. Ja, Becky Lynch hat abgebaut, aber ist halt auch trotzdem Name. Und vielleicht ist da auch noch irgendwie was dann noch irgendwie passiert, irgendwie mit Charlotte oder so. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile wieder am Start ist oder wieder fit ist. Boah, nee, ich glaube, die hat ja komplett das ganze Knie, ist, glaube ich, durch. Ja, ja. Aber also Rhea ist halt schon einfach ein Banger. So einfach als Show-Act, so muss ich schon sagen, ist einfach ein Banger. Und man darf jetzt Becky Lynch auch nicht unterschätzen, finde ich. Ich glaube, dass die einfach, weil Becky Lynch Erfahrung und Rhea Ripley Hype, ich glaube, das kann schon eine gute Kombination sein. Ja. Ich gehe da auch komplett mit. Ja, also ich gehe da mit im Sinne von, dass das Match auf jeden Fall gut wird, weil da einfach auch zwei sehr erfahrene Wrestler sind. Und mein großes Problem, was Rhea angeht, ist, dass innerhalb des Jahres, jetzt es geht mir nicht mal darum, wie häufig sie verteidigt hat, aber wenn man wirklich so Face-Up-mäßig mal schaut, gegen wen sie gewonnen hat, ob das jetzt irgendwie eine Zelina Vega ist oder eine Natalya, das sind so Matches für mich, das ist. Da habe ich ja mehr Spannung gefühlt vorher, wer könnte gewinnen bei Gunther-Matches, die er bei Raw austrägt. Also, dass Rhea man jetzt den Hype da auch nicht wegnehmen will oder dass es schwer wird, ihr den Titel abzunehmen, ist ja von vornherein klar. Aber Becky ist jetzt so die erste Gegnerin, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal wirklich aus dem Frauenbereich ein Gegner, wo man sagt, okay, die ist namentlich auf einem Niveau mit Rhea Ripley. Das Ding merkst du aber gerade auch bei den Raw-Ausgaben und Dass zum Beispiel eine Rhea niemals ohne Dom rauskommt, wenn Becky mit rauskommt. Weil eine Rhea Ripley so, wie du gerade gesagt hast, der heiße Scheiß ist, dass du Becky dann in einem 1-gegen-1 ohne Dom verlieren lassen würdest oder dass sie untergehen würde. Also sie muss mit Dom rauskommen. Das hat man jetzt bei Raw perfekt gesehen. Sie hat die ganze Zeit geredet, hat dann Dom das Mikrofon gegeben und Dom hatte nicht mal eine Sekunde Zeit, hat nur Becky gesagt. Und dann kam die Musik und dieses Buh-Gerufe, was halt Dom immer auslöst, wenn er das Mikrofon in die Hand nimmt, war so bei den Zuschauern, ich muss buhen, dann kommt die Becky-Musik und dann klickt's um,
jubeln. So. Hätte Rhea gesprochen und irgendwie gesagt, ich werde gewinnen und dann kommt die Musik, dann wäre das eher schon fast Richtung Heel-Ding so ein bisschen gegangen, weil Rhea einfach gerade, auch wenn sie Heel dargestellt wird, so ultra beliebt ist, dass es für sie schwer ist, sich in eine böse Rolle so in dieser Fehde halt aufzubauen, dass man sie dort aufbaut. Deswegen ist Dominik gerade auch eigentlich die Schlüsselfigur, um diese Fehde auch am Leben zu erhalten und Becky so ein bisschen aufzubauen. Ich war kein großer Fan von diesem, ich sag mal, Rumgeheule da in dem Moment, wo es dann ein bisschen so um, ne, der Opa hat nie gesehen, wie das Kind auf die Welt kam, dies, das und die Richtung so, das ist natürlich immer so ein bisschen traurig und ich bin nie so ein Fan davon, wenn so ein emotionales Ding aufgebaut wird, weil sonst hast du dann immer das Problem, irgendwie musst du ihr dann den Gewinn oder den Titel zusprechen, beziehungsweise den Sieg bei Mania geben, weil sonst ist alles irgendwie für die Katz gewesen und dann ist dieser Nachtrag von diesem Ding noch mit dabei, aber im Großen und Ganzen, bin ich einfach froh, dass Rhea Ripley mal eine Gegnerin bekommen hat, wo man sagt, yo, das ist auf einem Niveau so mit ihr. Ja, die schwache Raw-Division ist halt da schuld, ne? Also, ich wüsste gar nicht gerade, außer Becky Lynch und Rhea Ripley, wer denn da bei ja, Raw ne? gerade so krass ist. So Alexa Bliss, aber die ist halt in Schwangerschaftsurlaub oder gar nicht mehr da. Ich weiß es, Mutterschaftsurlaub ist sie ja mittlerweile. Da ist halt einfach ein großes Loch entstanden und du siehst halt einfach, wie da auch leider nicht sonderlich viel nachkommt. Also so, du hattest halt mal kurz die Zoe Stark, die ich ganz cool fand, aber die haben sie dann auch irgendwie wieder fallen lassen. Shayna Baszler ist auch auf nicht annähernd mehr das, was sie mal war. So, aber es liegt halt auch an dem Entrance-Song, der halt echt kacke ist. Ah ja, stimmt, Liv war verletzt. Ja, ist halt schwierig, ne? Also deswegen verstehe ich das schon. Und Becky wurde halt die ganze Zeit quasi auch aus dieser Titelfehde rausgehalten, weswegen das schon nicht passt. Ich fand es für Becky, kam es einfach ein bisschen random jetzt. So auf einmal ist sie so voll, hast sie Rhea Ripley, aus dem Nichts. So, das fand ich irgendwie so ein bisschen wack irgendwie. Und ich glaube, man hätte es auch irgendwie mit Bianca Belair irgendwie cooler aufziehen können. Aber ja, jetzt ist es, wie es ist und ich freue mich trotzdem drauf. Ja. Ich glaube, du hast ja auch nicht mehr viele, ne? So für Rhea. Bei Rhea wird immer so, der Mount Everest wird immer höher gefühlt. Du kannst ja kein glaubwürdig gegen sie stellen. So. Ja. Und Rhea, Becky wird die nächste sein, die auf die Liste kommt. Also ich sehe da 5%ige Chance, dass Becky das holt. Ich sehe nicht Becky Rhea entthronen. Ich sehe das nicht. Ich glaube, Becky ist die letzte von den Four Horsemen Women, die Rhea noch fehlt auf ihrer Liste. Und die wird die auch noch abhaken, glaube ich. Also. Und dann kannst du irgendwann gucken, in Zukunft, Jade Cargill wäre so vom Profil her jemand, wo glaubwürdig eine ernsthafte Bedrohung wäre für sie. Maybe Tiffy in Zukunft. Je nachdem, wie da so der Weg ist. Aber ich glaube nicht, dass es Becky wird. Ja. Ja. Naja, also, ja. Aber Match kann gut werden. Match kann gut werden. Ja, ich, boah, weiß nicht. Ich könnte mir auch. Ja, keine Ahnung. Ey, es ist halt super. Ich finde es halt geil, dass man nicht zu 100% sagen kann, wer das ist. Also ich glaube, 5% wäre mir viel zu wenig. Ich würde schon fast 40 geben auf Becky, dass sie das so. Ja, Becky gewinnt, wäre es für mich ein. Das wäre für dich echt so. Ich will nicht übertreiben, aber es wäre für mich ein maximaler Schocker. Ja. Echt heftig. Weiß ich nicht. Irgendwie. Also ich glaube, Becky wird jetzt nicht nur 5% kriegen. Ich glaube, das wird schon ein knappes Match, allein weil es Becky ist. So, das ist jetzt so mein Guess so an dieser Stelle. Aber wie man das jetzt findet, ist ja dahingestellt. Aber ich glaube, dadurch, dass Becky einfach jetzt mittlerweile ja schon eine der Veteraninnen ist, mittlerweile, muss man ja schon sagen, in den letzten 10 Jahren hat sie ja super viel mit aufgebaut. Ich finde halt, seit dem Kind hat sie halt eher abgebaut, auch körperlich, das sieht man ja auch, ne? Aber sie ist halt trotzdem noch ein Name so. Und ich denke, deswegen kriegt die auf jeden Fall eine gute Chance. Aber ich glaube auch auf gar keinen Fall, dass sie gewinnt. Ja, die müssen für nächste Mania, müssen sie da ein paar Frauen mal aufbauen, denke ich. Die mal, also Tiffy oder wie auch immer, ne? Also. Wie hieß noch die andere Dame, die beim Royal Rumble ihr Debüt hatte? Jade Cargill. Jordan Grace. Jordan Grace, Junge. Die habe ich auch gefeiert. Ja, die ist TNA, ne? Die ist aus TNA, aber auch hier nochmal, um den Call zu geben, die ist bei WrestleCon an dem Wochenende und hat auf Twitter gepostet, sie würde in diesem Zeitraum, wo WrestleMania in Philadelphia stattfindet, ein paar Bookings annehmen. Also, nur mal so. Hat sie auch Twitter gepostet. Ja, okay. Was soll die denn da rein? Also, könnte nur da sein.
Ja, 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 ich bin, das wird auf jeden Fall ein cooles Match. Ja, lass uns dann doch direkt bei den Frauen bleiben mit, gehen wir doch zu oder René, das ist nicht dein nächstes Match, was du aussuchen würdest, oder? Meinst du Bayley gegen Io? Ja. Da worauf du dich tatsächlich, also da freue ich mich tatsächlich auf die Entrance von Bayley, weil ich bin so ein bisschen im Hayley Williams, heißt sie, glaube ich, Fieber, die Sängerin von Paramore, und da ist, glaube ich, auch die Chance sehr groß, dass wir so ein Special Entrance bekommen, und das Lied ist echt ein Banger. Nein. Aber also für mich, ich bin maximal Orton-Fan. So, Orton ist für mich seit der Kindheit mein Lieblingswrestler. Ich freue mich extrem auf das Triple Threat. Aber wo ich ganz klar sage und wo ich mich einfach persönlich auch gerade für den Charakter am meisten begeistern kann in der WWE, ist das Seth Rollins gegen Drew McIntyre Match. Also Drew McIntyre ist für mich aktuell der heißeste Scheiß im männlichen Bereich der WWE. Und dann noch jetzt zusätzlich den Twist mit reinzunehmen, dass natürlich jetzt ein CM Punk am Kommentatorenpult sitzt. Also, das ist so ein Ding, das will ich auch eigentlich nach Mania nicht zu Ende haben. So, ich will, dass das noch über Monate, vielleicht sogar bis SummerSlam geht und dieses Dreiergespann dann noch irgendwie sich gegenseitig Wortgefechte, aber auch Matches gibt. Das ist für mich das Highlight, so wahrscheinlich abseits der Bloodline-Story. Gibt's auch echt selten in der WWE, dass du mal so eine wirkliche Triple Threat-Fehde hast, die sich vielleicht auch mal über ein Pay-Per-View hinwegzieht. Also, ich kann mich. Keine Ahnung, wann gab es denn mal eine fette Triple Threat-Fehde? Wirklich. Attitude Era. Vor allem. Ja, richtig, das ist lange her. Das ist richtig lange her. Ja. So Rey Mysterio, Batista und. Oh, wer war denn da noch? Hier Kurt Angle. Das war ja auch ein WrestleMania-Match. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie krass da letztendlich die Fehde da unter den dreien war. Aber das merkst du halt. Also alleine diese Raw-Promo, die drei da gezogen haben, das war insane. Ich habe mal tatsächlich auf Twitter die Ratings gesehen, die Segment-Ratings von Raw. Und genau da ist der Peak. Und nicht die Bloodline-Story oder sowas. Es ist hochgegangen, als Punk, Rollins und McIntyre geredet haben. Und ich hatte auch das Gefühl, gerade in dieser Promo, dass die machen durften. So, das kennt man nicht von der WWE, finde ich. Ja, also, wo halt Punk auch mit drin ist, glaube ich, irgendwo, ne? Also, erstmal muss man natürlich dazu sagen, es war jetzt in Chicago. Also, ohne Punk wäre halt wahrscheinlich weird gewesen. Ich glaube, da hätten sich einfach alle beschwert. Ich muss sagen, und da oute ich mich jetzt auch einfach mal, ich bin absoluter Punk-Fan. Und ich finde das, was zum Beispiel Drew McIntyre macht, also ist mir ein bisschen zu. Also, ich kaufe ihm das nicht ab, dass er auf einmal so. Ja, dass der Punk auf einmal so scheiße findet und dann mit diesem T-Shirt, mit diesem Grabstein und so, das war mir einfach ein bisschen persönlich too much. Und keine Ahnung, seit dem Royal Rumble finde ich ihn auch einfach scheiße. Also mich hat das so abgepackt, dass CM Punk sich da verletzt hat. Aber ey, ist ein cooler Wrestler, der hat das auf jeden Fall verdient, dass er da steht, wo er steht. Also der hat ja einfach, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht, so eine krasse Transformation durchgemacht, auch körperlich und einfach so, ne? Und hat sich jetzt einfach die letzten Jahre das Standing auf jeden Fall verdient. Aber ich kaufe ihm das nicht ab. Also ich finde aber geil, dass man das Gefühl hat, Seth Rollins hasst CM Punk, Drew McIntyre hasst CM Punk, die hassen sich irgendwie im Dreieck irgendwie, also das kaufe ich denen schon ab, aber ich kaufe irgendwie Drew McIntyre seinen Charakter gerade nicht so ab. Und mich fuckt das auch mit diesem Schwert ab. Lass das Schwert zu Hause. Ja, das ist ja noch der zweite Twist, also deswegen habe ich ja gesagt, bei Bayley gibt es die Chance auf Paramore Entrance und bei Drew McIntyre bin ich, also für mich ist der Charakter ein Build-Up tatsächlich sehr, sehr gut so, weil er ist einfach das ehrliche Arschloch so, er sagt das, was Leute denken, aber manchmal so eher hinterm Rücken sagen oder so. Und er sagt es direkt frei Schnauze raus so. Und bei ihm erwarte ich ja immer noch so ein bisschen wie bei, ich glaube, Clash of the Castle, das in, nicht Schottland, sondern in England, glaube ich, stattgefunden hat. Wales, irgendwie so, genau. Ja. Dass sein altes Gimmick beziehungsweise alte Entrance, Broken Dreams, das ist so für mich das wäre tatsächlich so neben dem Matches gefühlt das Highlight, was ich dort erleben könnte, weil das ist einer meiner Lieblings-Entrance-Lieder und es passt auf den Charakter so, so gut. Und also. Geil. Ja. das wird auf jeden Fall geil. Ich bin sehr gespannt, wie geschädigt Rollins dann es wird ein Tag 2-Match. Das steht schon fest. Das stimmt, ja. Mhm. Wie geschädigt dann in Rollins aus dem Tag-Team-Match rausgehen wird. Da werden wir ja gleich dann noch zu quatschen.
Es könnte aber auf jeden Fall schon ein Hint für mich sein, dass Drew holen wird. Alleine auch, vielleicht wird der Titel auch jetzt ein paar Mal wechseln. So kann ich mir halt auch vorstellen, dass die sich den einfach mal zu dritter hin und her tragen bis, keine Ahnung, Survivor Series meinetwegen. Oder sowas. Und also ne, zwischen, wenn Punk wieder da ist, so, das wird auch nicht mehr lange dauern, glaube ich. Der wird. Das ist so, wenn das 3 Monate, 4 Monate dauert, das glaube ich. Und der hat sich ja auch schon im, wann ist das, Februar verletzt. Das heißt, der Rumble hat er sich verletzt. Könntest du im SummerSlam dann sein Match kriegen gegen Rollins oder gegen Drew oder Triple Threat oder sowas. Das kann halt, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich predikte, dass McIntyre gewinnt, Priest casht und dann hat keiner von den dreien den Titel und dann ballern die sich die nächsten Monate nur noch aufs Maul. Und dann ist Damian Priest macht mit irgendjemand anderem was. Das kann natürlich auch wiederum Thema sein. Boah, Priest. Damian Priest kann ich gar nicht ab, ey. Das ist mein Kryptonit in der WrestleMania-Geschichte. Er hat mit die geilste Stimme von allen Wrestlern, finde ich. Wenn ja, der also die Stimme ist insane. Aber ja, also ich kann ihm das auch noch nicht so gerade abnehmen, dass er da irgendwie einen vernünftigen Cash-In macht. Aber das, ich glaube, vielleicht wird es auch noch nicht dann der Fall sein, dass er da eincasht. Aber vielleicht wird es, ich denke, es wird sich wieder andeuten, dass er versucht einzucashen. Das ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwann muss er. Ja, stimmt. Er, ja. Es muss, glaube ich, die Regel ist, glaube ich, 1 Jahr lang haben sie Zeit. Bis zum Cash-In, also 1 Jahr lang vom Pay-Per-View bis zum Pay-Per-View. Wird Punk da noch einen irgendwas machen? Also wird er da nur kommentieren oder wird er da auch noch mal sagen, oh ja, ich lenke da noch mal wen ab oder ich lenke beide ab? Er hat ja niemanden da als Favoriten drin. So, ne? Also ihm ist es ja, glaube ich, am Ende ein bisschen egal, wer das Ding holt. Es wäre für ihn vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter, dass er derjenige ist, der Rollins den Gürtel abnimmt, weil er dann der Erste wäre, der den Gürtel, glaube ich, in dem Kampf gewinnt, nachdem das damals so dieses Turnier darum praktisch entstanden ist. Aber von allen Aufbaufäden, sage ich mal, die wir jetzt bis Mania gesehen haben, fand ich halt das von Drew und Seth eigentlich auch gut erzählt. So, der eine ist gar nicht so im Fokus, gerade bei dem Match, weil er sich auch in diesem Tag-Team-Match gefühlt mehr drauf fokussiert. Und Drew bittet ihn gefühlt oder bettelt ja schon drum, dass er sich mal mehr auf ihn konzentriert. Ich glaube einfach, dass das wirklich irgendwie so ein Stare-Down geben wird danach, egal wer das Ding holt, dass dann CM Punk in den Ring geht und die beiden sich dann so ein bisschen Wortgefecht geben. Ja. Wie nimmst du, Steini? Wer gewinnt? Ich gehe mit Drew. Ich sag, Rollins wird bei Mania alles verlieren. Aber am Ende, er hat noch Frau und Kind. Das ist auch immer. Oh, wow, okay. Aber der wird Dings. Der ist gerade mit allem beschäftigt, aber nicht mit sich selber, aber eigentlich auch nur darauf fokussiert, dass alles um ihn geht, alles muss sich um ihn drehen. Bloodline-Fehde da, muss aber mehr um mich gehen. Buckt sich da rein. Dann ist jetzt, er hat das Match gegen Drew und ich habe auch am Montag das Gefühl gehabt, dass er sich mehr auf Punk konzentriert hat als auf Drew. Und Drew ist der eigentliche Gegner. Und ihm war nur wichtig, was Punk da macht. Und du bist ja nicht im Match. Und du kannst ja das. Der hat ja Drew auch da wieder gar nicht beachtet. Also. Aber da gibt es tatsächlich sehr, also wo du das jetzt so sagst, dass er immer so im Mittelpunkt stehen will. Also da gibt es eine sehr interessante Dokumentation auch über The Shield und wie so diese Auflösung und sowas dazu war. Und da wurde das auch mehr oder weniger von ihm zugegeben, dass er das einfach schon immer wollte, dass er so der Big Star ist und so und immer im Vordergrund steht. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so ein bisschen so. Ich muss sagen, ich fand den ersten Heel Rollins mit am besten von all denen jetzt, die wir jetzt Authority? So gesehen haben. Authority, genau, den Authority Rollins. Den habe ich übelst gefeiert, auch als er dann bei WrestleMania 31 damals den Cash-In gemacht hat. Heist of the Century, also wirklich, also es war so krass. Das hat einfach richtig Gänsehaut gemacht. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist irgendwie sehr viel heiße Luft von Rollins, so aus in meiner Perspektive. Und das sage ich als jemand, den ich eigentlich mag. Aber irgendwie, ja, es ist sehr viel Geblubber. Und dann hat der irgendwie in Australien so eine dreieugige Sonnenbrille da auf und sowas. Also, weiß ich nicht. Das ist, irgendwie ist das mir alles ein bisschen zu viel, so, keine Ahnung. Ich hab direkt an Velveteen Dream gedacht, als ich das gesehen hatte. Ich habe an DCVDNS gedacht. Ja, stimmt. Ich sehe aber Rollins tatsächlich auch noch nicht im Tag-Team-Match. Ach.
Okay. So, lass uns da kurz einmal tief einatmen und das gleich dann nochmal weiterführen. Aber das muss man. Wir müssen erstmal die anderen machen. Da bin ich aber ganz gespannt. Das ist eine ganz wilde Sache. Das ist ein geiler Cliffhanger, um es gleich zu wandern. Das ist ja wild. Okay, da habe ich noch nicht annähernd dran gedacht. Okay, gehen wir weiter. Ich sag, was finde ich noch geil aus dem, was noch übrig ist. Ich nehme tatsächlich Logan Paul, Randy Orton, Kevin Owens. Ich liebe Multi-Man-Matches. Die machen einfach für mich einfach, das ist immer eine Abwechslung. Du hast immer meistens die One-on-Ones. So, das ist so der Standard. Das ist ja auch diese WrestleMania. Und da finde ich es halt einfach erfrischend, wenn es halt ein Triple-Threat-Match ist, weil sich im Zweifel dann einer ausruht und dann hast du immer Action. Du hast immer Action, Action, Action. Und das liebe ich halt generell an diesen Multi-Man-Matches. Und Logan Paul gegen Randy Orton, gegen Kevin Owens, das wird ein richtig geiles Match. Ich liebe diesen Randy Orton aktuell. Das ist dieses so, ich habe einfach nochmal Bock, ein bisschen zu catchen. So dieses Feeling, das bringt er bei mir halt richtig rüber. Und ich freue mich einfach so. Logan Paul ist der beste Celebrity, den ich kenne, der jemals gewrestelt hat, so von dem, was reingekommen ist. Mir fällt keiner ein, außer jetzt, wenn man The Mist zählt oder sowas, weiß ich nicht, aber der hat halt, ne, der ist auch woanders halt bekannt geworden, aber ich finde es halt schon krass, ja, was er macht. Kannst du Bad Bunny nennen? Was? Bad Bunny ist der einzige, den du benennen könntest. Bad Bunny ist auch ein guter Wrestler, das stimmt, aber beziehungsweise er macht gute In-Ring-Moves und so weiter, Logan Paul ist halt schon, du merkst halt auch einfach, dass der auch Bock auf den ganzen Dreh hat, so, also der findet das geil und das wird ein geiles Action-Match und ich weiß gar nicht, ich glaube, er wird gewinnen. Irgendwie, weil, keine Ahnung, KSI nochmal reinkommt oder sowas. Ich glaube, er wird retainen. Bin sehr gespannt übrigens, wie es mit der Prime-Werbung aussieht. Der hat jetzt ja bei allen Premium-Live-Events hat das auch bei WrestleMania dann jetzt die Werbung vom Prime mitten im Ring. Hat das jetzt nur bei seinem Match oder haben wir das ganze WrestleMania über? Tatsächlich ganz. Das ist so TKO-mäßig gefühlt, so UFC-mäßig. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Gab es aber früher in den 90ern in der WCW schon, ne? Muss man dazu sagen. Ah, okay. Aber der ganze Ring voll mit Müll. Also ich feiere das auch nicht so. Aber am Ende des Tages, ja, die brauchen halt wahrscheinlich die Knete auch, ne? Also kann ich mir halt einfach vorstellen. Deswegen, who cares? Dann gewöhnt man sich auch dran. Da findet man am Anfang irgendwie scheiße und dann nach 3 Wochen juckt einen das auch nicht mehr, glaube ich. Also von daher. Halt die Frage, wie es aussieht, so. Ich weiß nicht. Ja, und ich frage mich bei sowas auch immer, jetzt nur mal so fast forward thinking, so in 10 Jahren oder sowas. Wir hatten nämlich jetzt zum Beispiel bei 2K, wir wurden ja von 2K eingeladen, jetzt einfach mal den Gedanken an Showcase. Wie häufig hast du alte Matches, wo dann super viel auch gerade markentechnisch ausgeblurrt wird? Und dann hast du einfach Prime und sagen wir mal, in 10 Jahren geht das Ding vor die Hunde und die haben keine Kooperation mehr. Dann hast du WrestleMania 2K34, dann hast du eben, ich weiß nicht, hier Logan Paul gegen Orton gegen Owens, Showcase-Match. Und dann hast du einfach den Ring geblurrt und musst die ganze Zeit so halbwegs erkennen, was passiert denn da überhaupt. Also das sind so Dinger, wo ich mir denke, so, schwierig, aber was abgewinnen. Du wirst halt so ein paar Kamerashots haben, die meinetwegen dann von oben da so runtergehen oder sowas, wenn er dann, also klar, gerade bei dem Ladder-Match wirst du wahrscheinlich sehr, sehr gut die Prime-Werbung sehen, tippe ich jetzt mal, da kann ich mir sehr gut vorstellen, aber du hast ja meistens gar nicht so eine krasse von oben Sicht, sag ich jetzt mal, bei den statischen Kameras, so, das fällt, glaube ich, nicht so auf, aber ich verstehe halt, dass sie dann blurren müssen, das kann halt sehr ätzend werden, aber ich stelle mir das eher so vor wie letztes Jahr mit LA Knight und Bray Wyatt mit diesem Schwarzlicht-Match. Oh Gott. Also nicht, dass sie jetzt dieses Schwarzlicht-Match wiederholen, aber das war ja auch wirklich komplett gebrandet von Mountain Dew, glaube ich. Also. Das meine ich halt eher. Das finde ich auch actually, glaube ich, besser als dauerhaft so eine Bodenwerbung, aber das weiß ich nicht. Wenn es nicht zu krass ist, also das kann halt meinetwegen Mountain Dew Ladder Match heißen oder sowas, das Ladder Match. Aber es ist jetzt, weiß ich nicht, so Prime. Aber ja,
Ey, sollen die ihr Geld verdienen, wenn die geilen Scheiß damit machen, dann ist das fein für mich so. Das ist, glaube ich, aktuell so mit das Beste, was ich so WWE-mäßig gesehen habe mit der Daniel Bryan-Story von damals. Das war, fand ich auch insane. Das war WrestleMania, was war 30 oder sowas. Das war, das also, war auch hands funk. Down, WrestleMania 30, glaube ich, einer meiner Top 5 von all time. Also diese ganze Storyline mit Daniel Bryan damals in dieses Yes-Movement und wie der gepunished wurde und wie Triple H auf den eingeprügelt hat, das war so gut erzählt. Ich habe das wirklich geglaubt teilweise und ich wusste ja, dass das, also ich war ja trotzdem schon 25 oder so, keine Ahnung. Also, also ich habe das so abgekauft, das war so gut gemacht. Und auch halt, wie es bei WrestleMania dann war, dass er erst gegen Triple H kämpfen musste. Dann diese krasse Entrance von Triple H, Junge, die war so heftig mit, wer war das? Alexa Bliss, Charlotte und Becky Lynch, die ihm da irgendwie auf diesen Thron reingefahren haben, Junge. Ich habe das noch genau vor Augen, ich habe es auch letztens erst geguckt. Und dann noch das Triple Threat am Ende mit Randy Orton und Batista, Junge. Das war einfach komplett gestört, das war einfach nur geil. Das ist das, was sie letztes Jahr mit Sami Zayn hätten machen müssen. So von der Art her aufziehen müssen. Ja. Das ist, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Ja, also wie gesagt, das ist für mich, Paul wird das gewinnen. Das wird ein cooles Match. Und ja, ich glaube, das wird aber auch nicht so krass im Fokus stehen wie andere Matches. So, vielleicht könnte das der Opener für Night 2 werden, könnte ich mir vorstellen. Wobei, dann ist es schon mehr im Fokus, wenn es ein Opener ist. Das ist schon immer wichtiger. Der Opener ist für mich was anderes, ist das Uso-Ding. Aber das Triple Threat, ich bin da auch ganz deiner Meinung so. Ich bin auch großer Fan davon, wenn halt mal so ein bisschen mehr erzählt wird als nur ein stumpfes 1 gegen 1. Ich finde auch gerade das letztjährige Match so bei WrestleMania 40, was für mich am meisten raussticht. Und mein Highlight war auch das Triple Threat zwischen Drew, Sheamus und Gunther. Da hast du halt einfach gemerkt, das sind so drei Riesen, die sich wirklich stiff gegeben haben, so, die ordentlich zugeschlagen haben. Und dann hast du zum Ende hin halt auch gemerkt, so, dass Gunther gefühlt mal eben 2-3 Minuten weg lag. Die beiden anderen haben sich im Ring schön gegeben und dann konnte Gunther wiederkommen und mit frischer Energie nochmal seine letzten Moves zeigen. Und ich glaube, das wird so, wie du gerade auch gesagt hast, wird so ein bisschen erzählt, dass Logan natürlich weiß, hey, Orton und Owens verstehen sich gerade richtig gut. So, die haben irgendwie natürlich mal so ein, zwei Momente gehabt, wo die kurz davor waren, sich gegenseitig mal zum Beispiel mit dem Schlagring, der dann natürlich auch eine Story sein oder ein Teil der Story sein wird im Match, die sich da fast gegenseitig Knockout hauen, aber dann Gott sei Dank noch stoppen konnten. Und ich glaube, dass dann versucht wird, wieder der Schlagring auszupacken, dass versucht wird, die sich gegenseitig vielleicht sogar ein bisschen aufzuhetzen oder halt dann, dass ein KSI reinkommt und den AKO irgendwie frisst, damit aber danach irgendwie Logan Paul zuschlagen kann oder so, dass er abgelenkt wird. Also irgendwas in die Richtung wird er auf jeden Fall versuchen. Er wird nicht fair versuchen zu gewinnen. Ist für ihn ja auch irgendwie so ein 1 gegen 2. Aber das Problem, was ich halt am Ausgang des Matches sehe, und das finde ich leider immer so ein bisschen schwierig, wenn Sachen so krass announced werden, die dann auf was hinweisen. Er hat ja in dem Podcast von sich, im Pulse, glaube ich, heißt der, hat er ja announced, dass im August SummerSlam in Cleveland stattfindet. Und er ist ja auch aus Cleveland, beziehungsweise er ist in der Nähe von Cleveland geboren. Und er wird dann, glaube ich, so ein bisschen so seinen Rhea Ripley-Moment in Australien bekommen. Und ich glaube, der wird das nochmal besser verkaufen können. nochmal besser verkaufen können, wenn er da natürlich als Titelträger rangeht. Ja, gut, du sagst jetzt mal, Randy Orton verliert. Was ist? Ich dachte, du sagst jetzt, du findest kacke, weil Randy Orton verliert. Ja, das auch, Alter. natürlich, aber. Hast du den schon live gesehen? Also eigentlich live. Hast du schon mal mit ihm geredet, Randy? War der war nicht dabei letztes Jahr für euch, ne? Nee, also ich bin dann, Press also wenn Junket. Ich mit ihm geredet habe, dann bin ich danach immer aufgewacht. Wie sehr zitterst du, wenn er in den Raum reinkommt, wenn wir dir dein Interview geben? Kannst du da noch reden oder stotterst du dann einen nur noch dir ab? Ich bin letztes Jahr, als ich Rhea Ripley auch interviewen durfte, also als erstes kam Grayson Waller und dann war ich so. Ich habe in dem Moment noch nicht viel NXT geguckt. Das war für mich die Phase, wo ich gerade erst wieder angefangen habe. Dieses Jahr bin ich deutlich mehr drin. Aber dann habe ich so gesagt, ey, ich bin gerade 2 Minuten in diesem Raum. Ich sehe die ganzen Wrestler. Ich bin so nervös. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt mit Grayson Waller nur ein Foto und dann nehme ich den nächsten Wrestler. Komm, dann auf einmal sehe ich, es ist Rhea Ripley. Und dann bin ich so auf und ab gegangen, auf und ab. Und dann dieses, ne, die ganze Zeit in deinem Kopf, so, du schaffst das. Dein Englisch ist nicht so schlecht. Und dann stehst du da gegenüber. Und die hatte ich tatsächlich... Die hat das Ding einfach mal kurz in den ersten paar Sekunden so übernommen, dass du so locker wurdest und dass es so frei von den Lippen ging. Ich glaube, dass Orton in der Hinsicht natürlich auch sehr professionell ist. Bei ihm ist aber, glaube ich, dieser Fanboy-Moment einfach noch mal ein bisschen einen Ticken größer. Und ich glaube, ich müsste mich echt mal für 2 Minuten auf den Boden setzen, bevor ich das Interview führe.
Weil sonst bin ich wirklich. Also, das ist wirklich krass. Das ist, glaube ich, der Sportler, den ich am. Oder den Promi oder wie man das nennen möchte, den ich am meisten schon verfolge. Und das. Das wäre ja, das wäre krass, ja. Sagen wir es mal so. Okay, das wird lustig. Na, ich hoffe, dass er. Dass er da ist. Ja, besser ist das wahrscheinlich. ja, was haben wir noch? Ja, wir hatten gerade Usos angesprochen. Jimmy versus Jay ist noch angekündigt. Ja. Was sagt er dazu? Steini, fang mal an. Ich weiß nicht, ob dann einige wissen, die haben schon mal ein Match gegeneinander gehabt. Das ist einige Zeit her, da waren sie noch nicht die Usos, die sie jetzt sind, sondern hatten sie noch diese bunten Klamotten an. Und ich glaube, die Fehde daraus ist damals entstanden, ich bin der Bessere, nein du, ähnlich wie jetzt, nur unter einem anderen Aufhänger. Und an das Match kann ich mich zurückerinnern und das war absolut furchtbar. Also von der ganzen Matchführung her, da, wenn du dich zurückerinnerst an die Jeff gegen Matt Hardy Matches, da war irgendwie was drin. Und bei Jimmy gegen Jay, da war gar nichts. Wirklich, das war einfach Copy-Paste, die Moves gegeneinander so. Unter dem Aufhänger jetzt, ich bin in dem Match irgendwie so null investiert. Obwohl die bei der größten Story drin sind. Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn super viele da drin sind in dem Spiel, beziehungsweise in dem Match. Aber bei mir ist das so, ey, ich gucke mir das gerne an, aber mir ist eigentlich vollkommen egal, wer das gewinnt. Ja, ich finde, du hast einen Punkt, aber ich fand schon jetzt beim Royal Rumble war das schon ein nicer Pop, als die 1 und 2 gezogen hatten und quasi sich am Anfang im Ring standen. Ich glaube, das hat richtig Potenzial, aber ich finde halt auch, Jimmy geht irgendwie total unter in der ganzen Geschichte irgendwie, weil Jay irgendwie ja jetzt hier Main Event und bla und blub und nicht mehr Bloodline. Ich finde, Jimmy müsste das noch so ein bisschen besser representen irgendwie, dieses Ding. Und ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, warum die sich jetzt kloppen wollen. Also, ja, okay, weil irgendwie nochmal irgendwie dieser Clash. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, weil ich finde, die haben sich beide extrem gemacht so in den letzten Jahren so, von der Performance so. Ja. Und ich denke, wir sehen da nicht nochmal das gleiche Match wie damals. Also, ich glaube, das wird schon viel krasser. Und wer weiß, was dann vielleicht noch für einen Twist innerhalb des Matches dann vielleicht passiert. Ich hoffe, dass da Solo irgendwie auf jeden Fall noch ein ganz... Oder Rikishi oder irgendwie sowas, da, also der Papa da kommt. Also ich glaube, da wird so ein richtiges Familientreffen da am Ende werden, noch im Ring. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, aber ja, das... Potenzial, Start der Bloodline-Feder an dem Abend zu sein. Start der Bloodline-Feder. Also, wenn am Ende praktisch Roman Reigns kämpft, dass er dann das erste Match hat. So, und ich finde halt einfach, also, weiß ich, um Kalle vielleicht ein bisschen abzuholen, so in der Hinsicht. Jimmy hat ja praktisch auch, also, es ist ja so ein Eifersuchtsding teilweise, weil Jay jetzt irgendwie den Pop kriegt. Jimmy ist so ein bisschen im Backstage-Bereich von, oder im Hintergrund von der Bloodline. Er ist sogar gefühlt ein Ticken hinter Solo, würde ich sagen, auch wenn Solo jetzt nicht gut dargestellt wird. Er ist halt so immer so mit der Mitläufer. So, er geht dahin, wo gerade, ne, wo es am sichersten ist. Und er suhlt sich in Sicherheit und hat sich dann auch vielleicht nicht ganz so getraut, gegen Roman sich aufzulehnen, was halt Jay jetzt geschafft hat. Und deswegen war er vielleicht irgendwann so ein bisschen neidisch, weil er dann Main Event Jey Uso wurde und Jimmy halt irgendwie immer noch da Mitläufer in der Bloodline-Story ist. Und dann gab es ja zum Beispiel diesen 8-Tage-Tag-Team-Title-Run zwischen Jay und Cody, wo dann in einem Interview danach dieses Yeet-Ding entstanden ist. Dann war er ja auch der Grund, warum dann Jay wurde ja dann angegriffen von Jimmy, da haben sie die Titel verloren. Er war der Grund, warum Jay gegen Roman verloren hat bei, war das Saudi-Arabien? Ich glaube Saudi-Arabien, wo Jimmy ihn dann am Ende noch rauszieht. So. Also er hat ihn schon häufig was versaut in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt gab es nicht letzte Woche, also diese Woche Raw, sondern davor die Woche Raw, glaube ich, dieses erste Aufeinandertreffen. Da fand ich es eigentlich ganz gut erzählt. So die beiden, also Jay sagt so, hey, ich vermisse dich und sowas, du hast mich verlassen. Und dann sagt Jimmy, nee, du hast mich verlassen, du bist aus der Bloodline gegangen. Und du hast eigentlich deine ganzen Erfolge auch nur mir zuzusprechen. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein Ding. Ich habe schon mal so bei mir in der Preview so mal so ein bisschen gesagt, ich habe das Gefühl, jeder, der einen Geschwisterteil hat, ob Schwester oder Bruder, bei mir ist ja eine Schwester gewesen, man muss sich erst nochmal die Köpfe einhauen, so, bevor man sich wieder wirklich umarmen kann. Und das wird so, glaube ich, so ein Ding sein. Und vielleicht wird dann, also mein persönlicher Lieblingsmoment oder das, was diesem Match nochmal ein bisschen gut tun würde, wäre so ein Twist im Sinne von einer Art Stipulation, wenn der eine gewinnt oder wenn Jay gewinnt, muss Jimmy die Bloodline
quitten so und muss vielleicht versuchen, oder dann kann Jay dann praktisch mit ihm wieder ein Tag-Team machen und Jimmy sagt sich so, nee, irgendwie, du verlässt die WWE so lange, wie ich das sage, so, dass er die Macht dann über ihn hat. Und erst wenn Jimmy seinen Run hatte oder so, kann Jay dann wieder rein, so nach dem Motto, dass das so ein bisschen die Stipulation wird. Das würde ich persönlich sehr cool da drin finden. Aber auch vom Aufbau finde ich es eigentlich ganz gut. Meinst du das jetzt noch für das WrestleMania-Match speziell jetzt diese Stipulation? Ja, genau. Oder meinst du für irgendwann noch, für ein zweites Match, was dann kommen wird? Na, ich find's ganz cool, wenn es jetzt schon ist, weil, ja, Spoiler so in die Richtung. Ich meine, ich will jetzt nicht zu früh auf das Main-Event eingehen, aber wenn Jay seinen Anteil daran haben könnte, dass Jimmy aus der Bloodline gehen muss, beziehungsweise so ein bisschen vielleicht auch nicht am Arm so wirklich mithelfen kann, eingreifen kann oder sowas, dann hat auch das so irgendwie noch ein bisschen Geschichte zum Bloodline-Thema. Und die sind ja auch eigentlich ein wichtiger Teil. Auch wenn ich einen Jay am Ende des Abends da auch nochmal aufkreuzen sehe, ist das so vielleicht ein Ding, was man... Also das Nacht 2 wird für mich so alles überschatten, oder diese Bloodline-Geschichte wird alle Matches teilweise ein bisschen überschatten. Vielleicht nicht mal mehr, mal weniger, aber das ist so für mich das Ding, was ich mir ganz gerne dafür wünschen würde. Fun Fact, vielleicht habt ihr den mal gelesen oder gehört, ich frage euch mal gleich. Solo Sikoa hat gegen John Cena in Saudi-Arabien gewonnen. Weiß ich nicht, wann das war, vor einem halben Jahr oder sowas. Seitdem hat er natürlich einige Matches gemacht in den Shows und in den House-Shows. Wie ist seine Statistik? Wie viele Siege hat er und wie viele Niederlagen? Ich kenne das Ergebnis, deswegen sage ich das. Also du kennst das, okay? Wie sieht es bei euch aus, Kalle Steini? Wisst ihr das? Bin ich irgendwie nur so 2 Matches oder so gemacht? Also, keine Ahnung. Nicht mehr. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall eine gute Negativbilanz hat. Ich weiß aber nicht, ob er alle verloren hat. Er steht 0-32, als ich das gesehen habe. Doch, hat tatsächlich alle. Ja. Seit der John Cena besiegt, da steht Solo einfach 0-32. So, hä? Als ich das gesehen habe, so, das sieht man ihm halt nicht an, finde ich. Ich weiß nicht, wie die WWE, das hat sie scheinbar ganz gut hingekriegt. So, ich nehme ihm trotzdem immer noch diesen properen Status ab, dass er immer noch ein Monster quasi, so ein kleines Monster ist. Er ist vielleicht nicht mehr das Monster, was er mal war. Aber ja, ich glaube, der wird halt auch ein wichtiger Bestandteil werden noch in dem Match. Kannst du auch gut mit aufgreifen, ne? Also, dass so ein Solo irgendwie gar nicht so wirklich Fuß gefassen kann unter Reigns. Und dass er vielleicht unter jemand anderem, der sich auch vielleicht Head of the Table schimpfen will oder vielleicht sogar Final Boss schimpft, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Erfolge sammelt. Aber das ist natürlich jetzt alles. Ich muss leider sagen, ich bin überhaupt kein Solo-Fan. Ich finde den so... Also danke, wenigstens einer. Ich finde den so kacke und irgendwie, das macht auch gar keinen Sinn. Der ist immer kommt er dann kurz vor Schluss mit seiner scheiß Kapuze rein und dann mit seinem komischen Daumen da und dann in die Fresse. Ich finde den so langweilig. Ja. Der macht überhaupt keinen Spaß. Tut mir voll leid für ihn so. Ich glaube, der soll so ein bisschen Umaga-mäßig sein, aber kommt gar nicht. Kommt ja, gar nicht. Für 0-36, richtiger Umaga auch. Ja. Aber ich fühle, dass wir gerade so, ne, mit dem Samoan Spike oder sowas, das ist ja auch der Finisher von Umaga, das fühlt sich schon an wie so eine kleine Kopie davon, von ihm. Also, ja, geh ich auch mit. Also, da kann man auch nochmal, aber ich glaube, der wird halt auch, wenn die Bloodline weg ist, falls das irgendwann in 5 Jahren oder 6 Jahren dann der Fall sein wird, wird der dann hoffentlich mal ein anderes Gimmick haben oder ein verändertes Gimmick oder wie auch immer, dass er auch mal dann reden darf oder wie auch immer, wenn er es kann, weiß ich nicht. Vielleicht darf er ja die Nationalhymne singen. Vielleicht darf er die dann singen. Oh, das wäre witzig. Das wäre actually extrem witzig, wenn er die Nationalhymne singen würde. Und dann ist er ultra beliebt. Gibt's so, ja, alle kriegen Tränen in den Augen. Gibt's ja bei WrestleMania immer am Start von Tag 1 und Tag 2, dann singen sie die Nationalhymne und dann singt die Solo. Würde ich feiern, aber wird eh nicht passieren. Ja, habt ihr noch was zu ergänzen? Sonst gehen wir weiter zu LA Knight gegen AJ Styles. Irgendwas? Nö. Nee. Okay, hör. LA Knight, yeah, gegen AJ Styles. Hätte man sich auch sparen können, meiner Meinung nach. Hab ich auch gedacht, tatsächlich, obwohl ich ein riesen LA Knight-Fan bin. Aber irgendwie haben die es doch noch geschafft jetzt. Ich habe mir bei der Promo ein bisschen mehr gewünscht bei SmackDown. Ich dachte, wir kriegen wirklich dieses Triple H gegen Randy Orton zu Hause da Scheibe einschlagen und die ganze Bude auf links drehen. Leider war es dann nur im Vorgarten.
Aber mit dem Stuhl und alles, wenn das noch eine coole Stipulation kriegt und LA Knight dann so seinen ersten größeren Sieg plus so ein bisschen sein Cashback zu letztes Jahr Mania, wo das ganze Stadion und die ganze Stadt den gefordert hat und du nicht einen Happen von ihm gekriegt hast, in Kombi mit der Money in the Bank Affäre. Ich glaube nicht, dass das ein krasses Match wird. Ich glaube, es wird ein solides Match werden. Aber da hätte ich gerne Stipulation. Das, was René gesagt hat bei Jimmy und Jay, da hätte ich gerne bei LA Knight und AJ Styles irgendeine Stipulation drin. Maybe ein Street Fight, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas, das wird ganz gut. Das hätte auch ganz gut, gerade mit der letzten Szene, wo die sich halt da im Vorgarten gekloppt haben, hätte das eigentlich echt ganz gut gepasst. Aber ich finde, das war wieder mal sehr, sehr geil, weil das halt mal wieder komplett so out of the Standard-Box ist, sage ich jetzt mal, von der WWE. Das hat das nochmal gut aufgefrischt und hat mich, also mich hat es gut unterhalten, auch wenn die sich so, also das hat mich so an Dom gegen Rey Mysterio erinnert, als er da zu Weihnachten reingekommen ist und da Weihnachten mit Barbie feiern wollte. Also das war, ich liebe solche Segmente und das möchte ich gerne öfters sehen. Das finde ich einfach witzig. Und ja, ich hoffe, dass da vielleicht noch was jetzt kommt, aber ist auf jeden Fall eines so der eher langweiligeren Matches für mich persönlich, weil ich da nicht so hype drauf bin. Würde ich auch mitgehen. Das Ding ist halt irgendwie, also AJ Styles jetzt irgendwie seit 8 Jahren in der WWE, ne, der hat irgendwie 2016, glaube ich, beim Royal Rumble sein Debüt gehabt, meine ich. Und der hatte richtig krasse Storylines, aber das finde ich arschlangweilig. Also es macht für mich auch irgendwie kaum Sinn. Und ich finde auch, der Push von LA Knight, ja, okay, viele mögen den. Ich persönlich kann mit dem irgendwie nicht viel anfangen, weil der einfach so selten gewinnt irgendwie. Und das finde ich für ihn dann aber auch wiederum schade, weil ich denke, also ne, der hat dann irgendwie so eine Nebenrolle ganz oft. Also es ist mir zum Beispiel jetzt auch beim Royal Rumble Match eingefallen, wo er da, ich glaube, das war ja Fatal 4-Way war das, glaube ich, ne? Da ist er so untergegangen gefühlt. Die Entrance, mega Pop und dann im Match kaum gesehen, irgendwie nur am Ende die letzten 5 Minuten, wo die sich da alle nochmal die Finisher um die Ohren geworfen haben. Also für mich, ich mache mich bestimmt jetzt mega unbeliebt bei vielen, aber LA Knight total overhyped und irgendwie der muss mal jetzt deliveren, der muss mal einen Titel kriegen. Dann nehme ich den noch ein bisschen ernster, aber sonst vorher, boah, keine Ahnung. Nee. Also, weiß ich nicht, LA Knight ist, ich mag den Kerl schon ganz gerne, muss ich sagen. Also ich finde ihn nice. Ich mag seine, die Catchphrase ist geil am Mike. Du bist so auf den Sack, Alter. Ohne Scheiß. Den Hate, den du jetzt abkassierst, habe ich vor Monaten schon kassiert. Weiß ich nicht, ey. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich hätte es tatsächlich mich gefreut, wenn der gegen Logan Paul gegangen wäre, ehrlich gesagt. Ja. Das wäre für mich so das Ding gewesen, damit er endlich mal seinen Singles-Run hat und den vielleicht auch dann, also seinen Titel-Run hat und den dann vielleicht auch dann bei WrestleMania hätte gewinnen können. Und da bin ich voll bei dir. Hätte er jetzt das Match gegen Logan Paul bekommen und es wäre kein Triple Threat, dann finde ich, wäre er im richtigen Spotlight gestanden. Also hätte er jetzt Elimination Chamber gewonnen, hätte ich es mega gefeiert und dann hätte man das mit Randy Orton und Kevin Owens später machen können. Das hat mich so geärgert, dass da diese komische Schlagring-Aktion war und das dann irgendwie noch, also mir war das sofort klar, dass wenn jetzt irgendwie Logan Paul sich dann nochmal einmischt am Ende, dann, dass das dann wieder so eine Fehde wird. Ich hätte es LA Knight da auf jeden Fall mehr gegönnt, aber so wie es jetzt ist, warum jetzt gegen AJ Styles auf Krampf da irgendwie sowas aufziehen? Also, weiß ich fühle es einfach nicht. Du musst halt solche, also, ne, du hast halt bei jedem WrestleMania, irgendwie musst du da nochmal so ein paar Leute auf die Karte kriegen, so, das ist, glaube ich, also wenn du dann am Ende dann nur dann deine 12 oder 11 Matches hast, die halt wirklich, wo du sagen würdest, die passen halt drauf oder 10 Matches haben wir ja wahrscheinlich nur, weil du, ne, du hast halt wirklich, da kommen ja noch ein paar zu, wo ich sagen würde, die brauche ich definitiv auch nicht. Das hast du halt gefühlt irgendwie immer, weil obwohl die 5 Stunden Zeit haben, das zu erklären oder zu erzählen, diese Story, schaffen sie es dann trotzdem irgendwie nicht bei jeder Story so den richtig krassen Twist reinzubringen. Aber es ist auf jeden Fall um Jahrzehnte besser, oder nee, wie heißt das? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall deutlich besser, als es früher war. Vince-Zeiten. Also das war schon teilweise waren da WrestleManias, wo ich sagen würde, boah, Alter, die werden halt auch nur vom Main-Event getragen und dann hast du wieder nur Brock Lesnar gegen Roman Reigns oder sowas, die
20. Version davon und ja, keine Ahnung. Also ich das glaub, ist man, schon besser. Ich glaube, man will den beiden aber auch so ein bisschen so, sag ich mal, ja, so Cashback geben einfach bei Mania, also gerade Styles und Dings. Ich finde die Feder auch, bin auch komplett bei dir. Mein erster Call war LA Knight gegen Logan Paul um den Titel. Megastar gegen Internetstar. Das hätte auch gepasst, der Aufhänger. Dann hätte sie ihm den ersten kleinen Titel geben können. Der ist ja bei der Crowd over. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute den gar nicht feiern. Ja, ich feiere den halt, weil der ist nicht austauschbar im Roster. Es gibt niemanden wie LA Knight im Roster. Ist scheißegal, ob der verliert. Der kommt danach wieder raus und hält eine Promo, als hätte er gewonnen. So, der Trash-talkt ja alle kaputt. So, das mag ich an dem einfach. Ich liebe das, wenn der das Mic in die Hand nimmt. Der sieht aus wie so der absolute Vollproll. Da denkst du dir, was ist das denn für einer? Wenn das mein Nachbar ist, dann würde ich da aber mal schön einen Haufen drüber werfen. So, weißt du, so sieht der aus. So gibt der sich. Ich mag das. Keine Ahnung, ja. Mich unterhält das einfach. Das ist ein bisschen Scott Hall ohne Saufen, ne? Also, ja. Das ist schon so, ja. Ey, ich bin ein riesen Razor Ramon Scott Hall-Fan gewesen. Das war mein absoluter Lieblingswrestler. Aber ja, also ich sag ja auch nur, der muss öfter gewinnen, sonst nehme ich den nicht ernst. Also sich da jedes Mal hinstellen. Und dann irgendwie, ja, oh, ich bin der Krasseste. Und dann aber der gewinnt nichts. Ja, was bringt mir das? Das ja, wird er am okay. WrestleMania, glaube ich. Also, das wird mich wohl. Also, Styles bringt der Sieg nicht so viel wie einen LA Knight. Und ich denke, dass ein LA Knight Richtung Money in the Bank Cover gehen kann, sehr gut. Dass sie den dann vielleicht nächstes Jahr aufbauen. Also, mal schauen, wer da noch so bei ist. Aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da in die Richtung gehen kann. Oder vielleicht dann doch mal zu US-Title oder vielleicht dann irgendwann Intercontinental-Title. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, was... Einmal kurz an den Chat, weil alle gerade reinschreiben, Megastar ist wild. Ich weiß nicht, ob ihr am Start seid, aber das ist sein persönlicher Nickname. So wird er auch so, von den Kommentatoren angecallt. Ja. Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist ein Megastar. Du, er ist doch schon auf einer Stufe mit Sting, oder? Also, ist doch klar. Ja, mit Kogen, Alter. Pack ihn rein da. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, bevor das Match angepfiffen wird, die beim Entrance, ich weiß nicht, ob das bei dem LA Knight Entrance oder bei dem AJ Styles Entrance da einer von den beiden reinkommt und sie sich einfach erstmal prügeln, 10 Minuten. Und dann quasi so ein relativ schnelles Match da kommen wird. Also ich kann mir, wenn sie keine Stipulation da reinbringen, die dann noch kommen könnte, wenn es wirklich so ein Streetfight-mäßig ist. Aber ich glaube, die werden sich noch durch die Arena prügeln. Sonst richtig geben. Ja. Richtig geben. Tobt euch aus. 10 Minuten, volle Möhre, let's go. Ja. Und dann Pin und dann ist gut. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Crowd-Pleasement-Match für LA Knight. So, LA Knight ist absolut beliebt. Ist eigentlich schade schon gewesen, dass der letztes Jahr kein Match bekommen hat. Und das ist, glaube ich, auch sein erstes Mania-Match. Und ich glaub, letztes Jahr gegen Bray Wyatt. Moment, bei Mania? Ja, war mit Rumble. Das war nicht beim Rumble. Das war beim Rumble. Aber das war ein Rumble. Ja, okay. Mania, das wollten ja alle. Alle wollten ihn bei Mania haben, aber er hat ja nicht seine Chance bekommen. Das war ja das Problem. Aber das beim Rumble, okay, sorry. Ja, aber ich freue mich schon, wenn einfach LA Knight jeden Schlag auspackt und jedes Mal bei jedem Punch, das ganze Stadion einfach sagt, das wird so geil. Ich freue mich da so drauf. Ich werde so heißer sein nach diesem Wochenende. Bei Usos aber geil. Auch. Jeet gegen No Jeet. Ja, das wird auch super. Das wird geil. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie krass so die Philly-Crowd so ist. So Chicago ist ja insane und Kanada ist auch insane, was man so sagt. Ich weiß nicht, wie in Philly aussieht, und weil es halt auch WrestleMania ist, wo viele, so Standard, sag ich mal, Leute hinkommen, die jetzt nicht unbedingt jede Show im Zweifel sehen. Mal gucken. Also, ja, was haben wir noch? Gunther gegen Sami Zayn. Ich finde, Sami Zayn hat es verdient, auf der Card zu sein. Ich finde, Chad Gable hätte es mindestens mehr verdient, in diesem Match zu sein. Meinetwegen auch ein Triple Threat oder sowas, aber dann ist es halt zu viel Triple Threat vielleicht. Aber Gunther gegen Chad Gable hätte ich mehr gefühlt und dann mit einem Chad Gable-Sieg als Gunther gegen Sami Zayn. Auch wenn ich Sami Zayn sehr, sehr mag, aber der hat auch so viel an Fahrt verloren in diesem letzten Jahr. Das war insane. Also, ja. Weiß nicht, wie ihr seht. Sami bin ich leider auch. Es ist mir einfach irgendwie so ein bisschen zu entweder zu lang erzählt, weil der Twist irgendwie jetzt gerade vor Mania fehlt. Vielleicht kriegen wir den nächste Woche jetzt bei Raw so, weil der hat jetzt auch einfach clean gegen Bronson Reed verloren, der nicht mal ein Mania-Match hat und jetzt irgendwie auch seit Wochen oder Monaten nicht da war, weil er Papa geworden ist und hat zum Beispiel selbst, obwohl er Australier ist, das Match, das Qualifikationsmatch für den Chamber in Australien verloren. Und
Der kam mal runter raus, hat nur mal kurz einen Stare-Down gehabt und das hat schon ausgereicht, damit er nicht voll Fokus im Match ist und dann verliert. Steini wird gleich, glaube ich, nochmal die Theorie auferzählen, die er vielleicht nochmal gesehen hat. Ich weiß es nicht. Rund um Philly, das passt tatsächlich ganz gut, wenn man das so erzählen möchte, aber mir gibt es einfach zu wenig. Allein dieses Contract-Signing, dieses Segment, wo die sich gegenüberstehen und Sammy irgendwie ganz wütend ins Mikrofon spricht, ihm tief in die Augen guckt, voller Wut und das Mikrofon wegschmeißt. Hab und ich ihm null abgenommen. Geht, das wirkt für mich wie ein bockiges Kind, das gar nicht gerade irgendwie das hinkriegt, was er will. So, es ist eher so ein bisschen verzweifelt. Ich fühle das auch null. Und ich finde es tatsächlich am meisten schade für Gunther, weil der nach dem letzten Jahr so ein geiles Match hatte und ich das Gefühl habe, das könnte wirklich ein 5-Minuten-Squash-Match sein. So. Aber mal gucken. Also, ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen. Also, du hast einen Deutschen, einen Österreicher und einen Italiener und nennst das Ganze Imperium. Da fängt es für mich halt schon an. Also, das finde ich überhaupt nicht geil und deswegen feiere ich Gunther auch gar nicht. Auch egal, bei wem ich mir jetzt wieder alles unbeliebt mache, ich bin da einfach ein bisschen kritisch. Erstmal einen Shop abholen. Das ist ja okay. Also, ne? Ist ja, ja, jeder Mann hat seine Lieblinge. Das verpasst nicht. Aber, Stadion, danke. Aber, Gunther ist krass. Das muss man einfach mal sagen. Also, Gunther ist schon. Also, ich finde, er ist auch mit dem Intercontinental Championship ist er genau an der richtigen Stelle gerade, so finde ich. Und da hat er auch voll verdient. Aber der hat irgendwie auch einen geileren Gegner als Sami Zayn verdient, finde ich persönlich. Also, aber das Imperium-Ding, das ist mir einfach viel zu stressig, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und da schalte ich auch immer irgendwie im Kopf ab. Ich warte, bis er am Ring ist und dann mache ich auch den Sound wieder an, so nach dem Motto. Aber Innenring auf jeden Fall geil. Ich hätte mir da auch vielleicht einen LA Knight vorstellen können, so gegen Gunther, I don't know. Oder halt jemand komplett anderes. Aber irgendwie Sami Zayn ist für mich einfach, ja, also es ja, macht auch gar keinen Spaß, sich das irgendwie anzugucken, diese Fehde. So, Gunther wird ihn verprügeln und dann ist er weiterhin Champion. So sehe ich das irgendwie. Das fühlt sich halt auch nicht so an wie, keine Ahnung, diese Daniel Bryan Underdog-Geschichte war oder Kofi. So, das fühlte sich so ein bisschen anders irgendwie an. So, dieser Vibe kommt da nicht rüber bei Sammy bei mir. Weiß ich nicht. So, ich nehme den das gar nicht ab, dass der halt dieser Underdog ist, sondern so, der ist halt einfach, weiß ich nicht, dem will ich auch nicht anfeuern, dass er halt quasi gewinnt, weil ich ihn gar nicht so krass. Kann es auch kein Underdog sein, wenn du letztes Jahr die Tag-Team-Gürtel in Main Event Night One gewinnst. So ist meine Meinung so. Also, ich habe tatsächlich damit gerechnet. Ja, genau. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass sie uns die gleiche Geschichte gefühlt erzählen wie bei Cody. Weil Cody gewinnt den Rumble und klar, ein paar Leute haben sich gedacht, so ey, der kommt wieder gegen Reigns, ist das gleiche wie letztes Jahr, ist ein bisschen Larifari erzählt, so weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt will. Und dann war es eher ruhig so um die ganze Geschichte. Dann kommt er aber raus und sagt, ey, ich kämpfe gegen dich und ich werde dir alles nehmen, aber nicht bei Mania. Und dann alle so verwirrt, hey, was ist denn jetzt los? Und dann kommt The Rock raus und plötzlich The Rock gegen Reigns. Und alle denken sich so, nee, ich will Cody so haben. Du nimmst den etwas, was sicher geglaubt war. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann kam diese We Want Cody-Dinger. Und vielleicht haben sie sich gedacht, das funktioniert vielleicht auch noch ein zweites Mal, indem du eigentlich ein sicher geglaubtes Gable gegen Gunther-Match nach dem Gauntlet-Match praktisch bei Mania präsentieren kannst oder erzählen kannst. Weil Gable einfach irgendwie mehr bekommen hat, mehr Screentime, mehr Showing, mehr Story-Deepness in der Hinsicht, dass dann auch immer gesagt wurde, hier, mein Kind hat am Ring geweint, als ich bei Raw verloren habe und du machst dich darüber lustig, ich will mich dafür rächen und sowas in die Richtung. Und das habe ich dann irgendwie mehr gefühlt als ein Sami Zayn, der gerade alles verliert und irgendwie so in der Phase ist, wo er sich irgendwie gerade selber nicht findet und den dann zu belohnen, das Match zu geben. Da habe ich ja tatsächlich gedacht, dass man auch hier damit gerechnet hat, Gable gewinnt das Gauntlet-Match und dann bist du zufrieden, weil du das bekommen hast, was du erwartet hast. Aber wenn du das dann nimmst, hast du plötzlich im Internet danach gelesen, ja, da war irgendwie die Schulter nicht ganz beim Pin irgendwie auf der Matte, da hat der Schiedsrichter zu spät angefangen zu pinnen, so eigentlich hätte Gable das verdient und plötzlich war so, ey, Gable wäre klar die bessere Entscheidung und dass du dann damit einen größeren Pop generierst, wenn Gable wirklich jetzt noch irgendwie mit reingenommen wird. Und da tue ich mir einfach gerade schwer. Ich finde es auch tatsächlich sehr schade, weil Gable hat ein astreines Jahr hinter sich seit letztem Jahr. Der war auch, ne, allein so ein German Suplex gegen Braun Strowman bei 39 WrestleMania, das war schon ein krasser Moment. Der hat ein echt gutes Jahr, echt gute Matches geliefert und ich finde, das wäre auch belohnt, ihm dann irgendwie diesen WrestleMania-Spot zu geben.
Aini? Ich habe was ganz Wildes gehört, beziehungsweise mich berieseln lassen einfach. Jetzt ist wild. So. Nee, und da vorher ist nicht mal wild, aber das hat für mich auch eine ganz andere Sicht auf die Sache gegeben. Das ist positiv eine... wild. Wer hat Rocky von euch geguckt? Ganz speziell Rocky 4. Oh, muss ich das im Chat muss ich das noch nicht Rocky geguckt? Muss im Chat auch. Gucken? Rocky 4. Jay, hast du Rocky noch nicht geguckt? Nö. Also Rocky 1, safe. Bei Rocky 2 sind wir dann gleich auf. Ich habe Rocky jetzt extra nur nachgeguckt für Philadelphia. Rocky 4 geht's darum, dass Rocky gegen Ivan Drago ran soll. Und der ist voll gefährlich. Mhm. Ivan Drago in der Rolle Gunther. Und Sammy ist in dem Falle aber nicht Rocky, sondern Apollo. Apollo ist derjenige, der sich nicht eingestehen will, dass er so sich das Showlicht stehlen lassen will, sondern er will gegen Drago ran. Und Rocky sagt ihm, Junge, du bist nicht bereit. Und das gleiche hat Gable mit Sammy gemacht. Du bist nicht bereit, so wirst du niemals gewinnen. Und 1:1 das hat Rocky im Film zu Apollo gesagt. Du bist nicht bereit, der wird dich da im Ring, der wird dich platt machen. Und in dem Film, ich will jetzt nicht spoilern, aber ja, könnt ihr euch selber ausdenken, was da passiert ist, an die es nicht gesehen haben. Rock Bottom. Und, genau, ja. Und am Ende war dann Rocky gegen Gunther, beziehungsweise gegen Dolph Lundgren, alias Ivan Drago. Und ich hoffe, dass wir nach Mania Chad Gable gegen Gunther kriegen. Und Gable, das ist eine Rocky-Story, die wir da kriegen. Aber doch, warum denn nach WrestleMania? Warum kriegen wir das nicht bei WrestleMania? Ich weiß es nicht. Also der ganze Aufbau ist einfach eine Rocky-Story. Ah. Das ist so, weiß ich nicht. Dass das wieder so auf Dings, so auf gemütlich so, wenn du siehst, oh, wir haben uns wahrscheinlich verzockt, Sammy zieht doch nicht so. Imagine, dass du gewinnt. Gable da so vielleicht rein, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber Sammy ist gerade, das Einzige, was den gerade retten kann, ist ein Heel-Turn. Ich glaube, das wäre für mich die größte Überraschung, wenn Sammy gewinnt. Also ich glaube, vielleicht noch Reigns. Aber schauen wir mal, wie es gleich dann aussieht. Das ist aber auch Gunther bleibt Champion, so, bis sie in Berlin sind. Ja, Gunther bleibt Champion. Ja, aber vielleicht wird auch Gunther... Nearfall aber. Sammy kriegt ein Nearfall. Ja, das ich denke, das wird dann auch ein gutes Match. Also jedes Match mit Gunther ist eigentlich ein gutes Match. So, also, oder besser als gut. So, also, keine Ahnung, ich feier Gunther total, aber vielleicht halt auch einfach, weil er halt im Zweifel ein deutschsprachiger Wrestler ist. So, ich find's halt so witzig, wenn er dann einfach so oft in den Mikros dann während der Matches schreit, was willst du hier? Oder steh auf oder irgendwie sowas. So, das ist halt so Comedy, die ich halt witzig finde da in dem Fall. Und ja, also. Fun Fact am Rande, wir waren letztes Jahr war das, ne, René? Was denn? Ist schon so lange her, wieder Köln? Ja, das war letztes Jahr, ja. Waren René, Sliwe und ich in Köln bei der WWE Live in Deutschland in der ersten Reihe. Und unsere Mission war das in dem Vlog, dass wir einen Schalke-Schal, wo Gunther drauf stand, weil der ist Schalke-Fan, dass wir den an den Mann kriegen. Gunther hat den ganzen Abend keine Interaktion mit dem Publikum gemacht. Die einzige Interaktion war, diesen Schal zu nehmen. Das war's. Keine Ahnung, der hat sich bedankt bei uns, ansonsten keine Interaktion. Und das wäre so nice, wenn wir den dort vor Ort sehen, in der Interviewrunde oder was, und den dann fragen könnten, ist hier mal irgendwas Besonderes passiert bei so einem Event? Keine Ahnung, hat dir mal einen Schalke-Schal oder sowas geschenkt? Okay, das ist ja funny. Ob man sich daran erinnern kann. Wo wart ihr bei WWE Live? In Köln. Ah, okay. Boah, es wäre witzig, wenn es in Dortmund gewesen wäre. Wenn er den Schalke-Schal hochhält oder so. Ja, wir dachten uns halt, in Köln, der kann seinen Charakter so bewahren, wenn der Köln mit dem Schalke-Schal so, muss er seinen Charakter nicht brechen. Ja, das stimmt tatsächlich. Nee, geil. Und er hat er tatsächlich genommen. Das Letzte, was ich noch zum Match sagen möchte, ist, dass vielleicht ein paar Deutschland-Fans oder Fans des deutschen Wrestlings sich darüber freuen, weil bei WXW hatte damals Sami Zayn mit seinem alter Ego El Generico Big Van Walter den Titel abgenommen. Also das ist so ein Rematch nach, was war das, 2012 oder sowas, nach was sind jetzt, 14, nee, 12 Jahre. Das vielleicht noch für ein paar Leute ganz interessant, aber als WWE-Fan ist das leider schlecht erzählt, muss ich sagen. Ja, ja gut, das werden sie auch nicht erzählen, weil das rafft halt. Nee, das rafft 0,5%. Glaube ich, so der Zuschauer. So drei Leute im Stadion. What?
Okay, ich glaube dann, also ja, wir können noch mal ganz schnell abhandeln. Ich denke, es wird noch dazu kommen, Tag Team Match Kabuki Warriors gegen Bianca Belair und Naomi. So, das, ja. Was machst du mit Dakota? Die wird dabei sein. Die, also, oder du hast noch, wen hast du denn noch? Vielleicht Liv Morgan, keine Ahnung, wer da noch reinkommt, ich weiß es nicht. Ich sag mal. Oder wen habe ich denn irgendeine Frau vergessen? Weiter kommt Jade Cargill, das erste. Ach ja, Mal. Jade Cargill, natürlich. Okay, dann wird es vielleicht ein 3 gegen 3, ich weiß es auch nicht. Aber das ist jetzt auch so, dann wird es halt ein Showcase für Jade Cargill, denke ich, dann ja. Bei WrestleMania. Also dann wird's das. So, aber ja, ist. Ich bin auch nicht so gehypt, wirklich. Und du wirst noch, denke ich, dass irgendwie so ein 8-Man-Tag-Team-Match haben mit LWO gegen die Legado de Fantasma und wahrscheinlich Dominic Mysterio noch rein, weil der ist jetzt auch reingekommen. Ich hatte kurz Hoffnung, dass es nochmal ein Rematch zwischen Rey und Dom gibt, weil, ja, der könnte, also dafür fehlt mir aber dann letztendlich der Aufbau, dann das hätten sie früher machen müssen. Ja, aber ich denke, das wird halt ein 4 gegen 4, das noch kommen wird. Das 3 gegen 3 mit sollte Cargill reinkommen und mit Naomi und Bianca könntest du aber super nutzen als Fädenstart für Bianca und Jade, weil es ja offensichtlich, dass die beiden gegeneinander ein Match haben werden. Das könntest du super für SummerSlam schon starten und dadurch den Titel bei den Kabuki Warriors lassen, um das Stable nicht an einer Nacht zu zerstören, weil ich gehe davon aus, dass Bayley das Ding holen wird. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie an einer Nacht alles verlieren werden und das Ding ist beendet. So, weil da könntest du vielleicht einen Zwisch schaffen, irgendwie, ich will den Pin machen, nein, ich. Und dann, was weiß ich, kassiert oder frisst Naomi den Pin. So, das könntest du halt super machen, weil ob Naomi gepinnt wird oder nicht, ist halt vollkommen egal. So. Stimmt, habe ich vergessen. Io Sky gegen Bayley haben wir natürlich noch. Was übrigens ein sehr, sehr cooles Match ist, weil das hat wenigstens eine Story. Hat sich natürlich abgezeichnet, aber ich fand es trotzdem, dass sie es gut gemacht haben, so insgesamt. Und ich mag Bayley auch total gerne und ich hoffe sehr, dass sie das gewinnt, obwohl ich natürlich auch Io Sky feiere und ich mag auch Damage Control. Aber ja, das muss Bayley gewinnen. Für mich. Ja, also, safe. Io Sky, also das Problem ist halt, dass sie halt der englischen Sprache nicht so mächtig sind und das merkst du halt einfach bei jedem Japaner oder jeder Japanerin, die in der WWE ist. Die fand halt oder fällt mir gerade noch einer. Ja. Asuka noch. Asuka kann aber auch nicht wirklich gut Englisch. Nee, also das merkst du halt leider. So, und dann ja, das ist halt ein bisschen schade und dadurch geht denen halt leider sehr viel weg, weil die sind halt alles wirklich hervorragende Wrestler oder Wrestlerinnen. So. Also, ja. Naja. Ich finde den Run tatsächlich aber noch schlimmer als den von Bianca als Champ. Ja, da passiert halt gar nichts. Da muss bei mir einiges heißen. Ja. Also die wrestelt gar nicht gefühlt, ne? Das ist, die hat den, die trägt den noch ein bisschen spazieren. Das ist so wie Damien mit dem Koffer. Ja. Nur der redet wenigstens noch ein bisschen. Ja. Ich musste gerade sehr lachen, als ich Yokozuna gelesen habe. Yokozuna war Samoaner, ne? Der war gar kein, nee, jemals war gar ein kein Wort, Japaner. Hat er jemals ein Wort gesagt? Ich glaube, das ist auch noch die Frage. Alles gemacht. Ja. Das ist schon sehr funny. Ich muss mich leider langsam verabschieden, aber ich will noch eine Sache loswerden. Ja, hau rein. Und zwar, ihr werdet da ja wahrscheinlich gleich noch drüber reden. Meine Prediction für Bloodline würde ich gerne nochmal einmal mitgeben. Ich sage, die Bloodline gewinnt, also Rock und Reigns gewinnen das Tag Team Match und dann wird The Rock Roman Reigns aber sowas von backstabben im Main Event am Sonntag. Cody gewinnt den Titel und dann build up Rock Reigns. Das ist meine Prediction. Kann eine sehr gute Möglichkeit sein. Also es gibt einige, da kannst du halt so viel. Also ja, ich kann alles so viel, aber das ist meine Wunschvorstellung. Das wird jetzt deine wenige Zeit wahrscheinlich da noch sprengen, die wir haben. So, was da noch alles passieren kann, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber quatschen. Aber ich gehe mit deiner Theorie auch, kann ich mitgehen, definitiv. Das kann durchaus eine Option sein von den 10 wahrscheinlich verschiedenen, die wir sehen haben können, sehen werden, wie auch immer. Und, nur ganz kurz, also für mich ist es scheißegal, wer gewinnt, weil ich finde alle Beteiligten richtig geil. Also für mich ist es komplett scheißegal eigentlich. Ich hoffe einfach, dass sie es geil erzählen und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Das wäre gut. Beste Voraussetzung. Ja. Aber gehe ich auch wirklich auch mit. Ich feiere sie auch alle. Auch
auch wenn Reigns halt nicht so häufig ist, aber er hat halt recht, ne? Er ist halt 10-mal so geil wie halt der Champion Seth Rollins. So, dann muss er auch nur 10-mal so wenig arbeiten. Ey, versteht Roman das. Reigns, meiner Meinung nach, seitdem der nicht mehr hier Babyface Reigns ist und hier Roman Empire, ich liebe den und von mir aus kann der auch noch 5 Jahre Champion sein. I don't care, ich finde es mega geil. Also für mich ist das das Beste, was in den letzten 15 Jahren an Champion Material nach Brock Lesnar, sage ich jetzt mal, irgendwie gab und finde es völlig gerechtfertigt. Aber der müsste halt ein bisschen öfter da sein, so meiner Meinung nach. Und ein bisschen häufiger. Wir reden hier auf falsche Gedanken. Ja, deswegen bin ich ja jetzt auch raus. Ihr könnt mich jetzt alle hassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche, Jungs. Ne? Mach's gut. Aber natürlich. Mach's gut. Wir sehen uns. Mach's gut. Dankeschön, dass du dabei warst. Gerne. Und sorry, dass es früher gehen musste. Ja, gut, das hat sie ja gesagt. Ich war. Ja. Ist alles gut. Tschüssi. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Okay. Was hat er gesagt? Also, Erstmal das Statement zerreißen. Also, ich gehe auch mit ihm. Reigns. Jedes Mal, wenn Reigns in den Sendungen ist, in den SmackDown- oder Raw-Sendungen, wird das Level der Folge angehoben für mich. Das ist für mich so der Fall. Das Problem, was ich bei den Reigns, bei der Reigns-Rain sehe, ist, jedes Match endet gleich. Jedes Mal hast du dieselbe, keine Ahnung, Kack-Finish, wie auch immer, wo im Zweifel einer von der Bloodline reinkackt und nervt oder wie auch immer. Oder du hast, dann kommt noch ein neuer, nächster Verwandter von Roman Reigns an oder sowas. So, das fühlt sich halt alles sehr, sehr ähnlich an. Und wenn sich das wiederum ändern würde, dann würde ich auch sogar, also dann kann ich da auch meinetwegen mitgehen, wenn das immer coole Matches sind, immer verschiedene Arten sind, dann kann ich sogar noch mitgehen, dass er sagt, okay, dann hat er halt, dann ist er nochmal ein Jahr Champion oder so. 5 Jahre denke ich jetzt nicht, also das ist ja schon fast Bruno Sammartino. Für mich ist es halt auch nicht hundertprozentig sicher, dass Cody gewinnt. Da gehen wir aber dann gleich noch, denke ich, dann rum, also ich weiß es nicht. Ja, also ich weiß nicht, was sagt ihr zu dem, was Kalle noch gesagt hat? Ohne dass er sich wehren kann Amo jetzt. So. Also bei mir ist, ich will jetzt, muss jetzt Ende sein. Es gibt um Reigns, um diese Blase, es gibt nichts mehr zu erzählen. Also ich setze jetzt auch schon gefühlt alles, was ich habe. Wir kriegen an Mania Night 2 den Spot Roman Reigns speared durch die Barrikade. Den werden wir safe wieder sehen, wie jedes Match so. Das ist, ich weiß, was du meinst, dass sich die Abläufe gleich anfühlen. Ich will ein maximales Overbooking im Main Event haben. Lass von mir aus 10 Stück reinkommen und von der Seite kommen auch nochmal 5, weil mir vollkommen egal. Overbook das Ding, gib am Ende Cody den Titel und dann ist für mich fein. Und schaff irgendwie den Zwist zwischen Rock und Reigns und mach das Road to SummerSlam und all good. Ja, ich bin auch kein großer Fan davon, Cody nochmal eigentlich genau die gleichen Aufbau zu geben mit Rumble-Sieg und Main-Event-Match dann und dann wieder verlieren zu lassen. Ich fand es sehr gut gemacht von der WWE, wie sie das Match nochmal aufgebaut haben, aber mit einem ganz anderen Hype. Natürlich allem voran geschuldet The Rock. Und das ist genau für mich das Problem. Du musst so eine Bloodline-Story, und das ist manchmal sehr schwer, wenn etwas sehr gut funktioniert, wenn du etwas aufgebaut hast, was auf jeden Fall in 5, 10, 15 und auch noch in 25 Jahren irgendwo in der Geschichte der WWE Relevanz zeigen wird, beziehungsweise wo du sagst, boah, weißt du, damals WrestleMania 40, das Match Bloodline, The Rock war da und so. Das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Das ist auf jeden Fall, die Geschichte Bloodline ist stark präsentiert worden. Nur musst du halt um eine Geschichte, und das haben zum Beispiel auch Serien sehr häufig das Problem, zum Beispiel ne, Game of Thrones oder The Walking Dead, manchmal ist es zu kurz, zu schnell oder auch zu lange erzählt. Und ich finde, dass du jetzt nach sehr häufigen Möglichkeiten, eine Geschichte sehr gut zu erzählen oder zu Ende zu bringen, wie das Ding mit Sami Zayn, wie meinetwegen auch gegen Jay oder was weiß ich nicht, hast du jetzt so gefühlt die allerletzte Chance auf einem absoluten Peak, das Ding zu beenden. Und The Rock, also gibt dir diese Möglichkeiten. Du kannst The Rock natürlich auch bei WrestleMania 41 mit der Bloodline-Story booken, aber dann ist es halt auch wie Cody dieses Jahr so. Und deswegen sage ich persönlich, ist das so gefühlt die letzte Chance, um es auf einem Niveau zu beenden, was du danach nicht mehr als Chance bekommst. Und ich gehe mit Kalles Ding eigentlich mit,
beziehungsweise bin mit seinem Statement mitgegangen und habe mir das eigentlich auch immer so vorgestellt, Turn nach 2 und dann kannst du Roman vom Titel direkt wegnehmen und führst ihn dann praktisch eher in so eine Fehde-Richtung The Rock, dass es dann nicht mehr um den Titel geht, so, weil wenn du 3 Jahre Champ warst und dann wieder ein Rematch bekommst und dann doch Back-to-Back verlierst, ist auch immer so ein bisschen komisch, so kannst du dann lieber die Geschichte Richtung Head of the Table gehen. Und auf der anderen Seite hast du dann Cody, der dann seinen eigenen Weg gehen kann, um nicht direkt wieder mit Roman in eine Fehde gebracht wird. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, okay, The Rock ist auf der Seite von Cody. Ich brauche eigentlich so einen Moment, wo der dem mal nicht eine Backpfeife gibt oder andersrum Cody ihm die Backpfeife gibt, weil also ich kann jetzt auch Steini eine Backpfeife geben oder sowas und dann sagt jetzt auch nicht jeder, boah, die hassen sich aber des Todes. Das würde ich gerne an V-Log, das würde ich in meinem V-Log gerne auch sehen. Können wir machen. Mich mal interessieren. Ja. Ich muss nur einen Stuhl finden, der dann dich auf meinem Niveau, oder egal. Auf jeden Fall müssen wir, also hat mir so die Ernsthaftigkeit gefehlt, dass ich sage, okay, jetzt ist aber wirklich der Kessel am Kochen. Und das war bei Raw tatsächlich der Fall. Also der hat ihn ja wirklich durchs Stadion geprügelt, hat ihn da auch außerhalb des Stadions dann nochmal wirklich gut niedergemacht, sagen wir es mal so. Und das war so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist ein Turn von The Rock auch gar nicht mal das, was wir bekommen sollen, sondern es soll wirklich sein, Cody gegen Roman. Und The Rock, naja, wo kannst du Geschichte besser wiederholen als bei so einem Ding? Da stand ein Truck, wo John Cena und Stone Cold drauf waren. Und solche Trucks werden eigentlich nicht mehr mit John Cena oder Stone Cold verziert. Das war tatsächlich ein Truck, der extra für diesen Spot so umgestaltet wurde. Wo ist mein Aluhut? Ja, aber ey, ich sag dir, Stone Cold wurde heute tatsächlich von der WWE beziehungsweise habe ich das so gelesen von den Seiten, die ich da verfolge, und die sagen eigentlich immer alles, was schon richtig ist, dass Stone Cold bei WrestleMania 40 einen Auftritt haben soll. Also nicht Match-Auftritt vielleicht, aber er soll auf jeden Fall involviert sein. Und ich kann mir vorstellen, diese extreme Fehde da irgendwie ja, nach Punks Survivor Series Return wird halt ins Sauber-Booking passen. Also sollte Rock nicht turnen, hättest du ja das perfekte Line-Up eigentlich, wo du ja Cena und Austin mit drin hättest. Du hättest im letzten Match Bloodline regeln, wenn wir davon ausgehen, dass Rock und Reigns an Night One gewinnen. Da gehen wir von aus, oder? Match. Ja. Das Spiel geht davon nicht aus. Ja, also normalerweise muss das passieren. Aber ich will das sehen, als ob ich das normale 101 sehen ja, will, aber wenn weißt, ich Bloodline-Rules haben kann. Das wird so schlecht dann werden, wie Cody und Rollins gewinnen trotzdem und dann sagt sich Rock und Reigns, ja, wir kommen aber trotzdem raus. So was will ich nicht haben. So, nee, weißt du, dann gewinnt das Ding und dann ist gut, dann weiß jeder Bescheid, was Sache ist. So, weil du kannst ja eh denken, dass sie eingreifen. Dann lass es von vornherein klar sein, dass sie eingreifen, aber dann hast du Jay solo. So, Jay wird eliminiert, Jimmy wird eliminiert von Jay. Solo wird eliminiert von John Cena, weil dort die Rechnung offen ist. Dann steht noch ein Dwayne The Rock Johnson und ein Roman Reigns. Und dann kommt Steve Austin raus. Und dann kommt Steve Austin und trennt Rock davon, sodass du das Letzte, was im Ring ist, Cody gegen Reigns, somit lässt du Cody auch nicht schwach aussehen, weil er die letzten 5 bis 10 Minuten sein One-on-One-Match bekommt gegen Reigns im Ring. Und da hättest du Overbooking as fuck. Die Namen, die die ganze Zeit kursieren, wären irgendwo, vielleicht auch nur nach meiner Logik, positioniert. Und der Pop, der wäre halt. Ja, der wäre heftig. Der wäre ganz und heftig. Imagine, Jay, man wäre dann noch vor Ort. Holy shit. Also, ich sag mal so, das wird dann eine Menge Holy shit sein. Aber ja, ich kann mir halt durchaus, also, ne, auf die Idee bin ich jetzt nicht unbedingt gekommen. Die einzige Idee, die ich mir halt so zusammengereimt habe, ist, dass du quasi, ne, Cody und Rollins verlieren das Match, und dann hast du die Bloodline-Rules, du merkst halt so, Bloodline, die macht halt Cody komplett platt oder sowas, und dann kommt irgendwann so dieser super Bösewicht, das super Bösewicht-Ende, dass dann alle ehemaligen Gegner oder sowas rauskommen, die halt da sind oder noch laufen können nach dem Match, so, keine Ahnung, ob das jetzt einen Rollins nochmal ist, dann wen haben wir denn noch? Sami Zayn, Kevin Owens, whatever, und dass die dann nochmal da irgendwie für sorgen, dass endlich dieses Bloodline zu Ende ist.
Vielleicht noch in Orten, was weiß ich. Also du kannst halt super viele da noch nehmen, die vielleicht nicht bis dahin heel geturnt sind wie einen Drew McIntyre oder Tweena oder was auch immer. Das kann ich mir vorstellen, aber ja, ey, wenn ich gehe mit eurem Ding gehe ich absolut mit, aber ich glaube das nicht. Ehrlich du gesagt, ich glaube halt das rein. Nicht. Ich glaube das nicht. Nee. Never. Meine Vorstellung bleibt auch weiter, dass Rock weiter Team Cody ist. So, aber wenn nicht, dann könnte man das machen. Des Weiteren habe ich vorhin gesagt, ich sehe Rollins noch nicht in diesem Tag Team Match. Ich sehe den auch da nicht, weil der für mich da drin überhaupt nichts zu suchen hat. Ich will den da nicht haben drin. So, der war von Anfang an für mich fehl am Platz und mir reicht auch nicht. Ja, ich war aber beim Tribal Chief damals mit dem in The Shield. Junge, halt's Maul, du hast ein eigenes Match, bleib da. Geh weg. Was willst du da? Weg mit dir. So, und wenn Drew, der ja gestern mit Heyman Backstage gesehen worden ist, so nach dem Motto, ey Junge, wir haben hier Tag Team Match, du weißt ja, The Rock ist Big Boss, der kann dafür sorgen, dass du den Titel safe kriegst gegen den Rollins. Also helf mal hier schön, dass der nicht im Tag-Team-Match sein kann, dann hast du am anderen Abend hier ganz schön Chili-Milli. Und der nimmt Rollins aus dem Match raus und das wäre ein Spot auch entweder in dem Tag-Team-Match für Cena, Old Generation nenne ich es jetzt mal, Fehde mit Cena Rock, zeitgleich mit New Generation Fehde, Cody gegen Reigns, oder du stellst Austin mit Cody. Austin würde für mich auch reinpassen, einfach aufgrund, was wir für einen Rock bei Raw gesehen haben. So, das hat Slibo vorhin auch ganz gut gesagt, das war kein typischer Rock. So hast du Rock noch nie gesehen. Ein Rock greift nicht von hinten an oder sonst irgendwo. Macht er nicht. Dieses Ganze auch nah vor dem Gesicht gehen, sind alles so Dinge, die Austin macht. Der schmiert dir ein und kommt nah vor deinem Gesicht. Nach einem Stunner geht er auf den Boden, tanzt vor deinem Gesicht. Und dann hast du halt einen Spot gesehen, wo irgendwie dazu aussah, als wenn der Truck, als wenn das Austin-Bild genau auf Rock guckt. Und die WWE ist nicht blöd, was das angeht. So, gerade mit das, auch in das merkst du halt, CM Punk, ne? Das merkst, da halt auch, das merkst du halt auch immer wieder, dass diese, keine Ahnung, in diesen Segmenten dann diese kleinen Hinweise eingestreut werden, ne? Wie halt Heyman und McIntyre oder sowas, die dann im Hintergrund quatschen oder sowas. Das hast du immer wieder. Das war nochmal irgendwann der Fall bei der letzten Raw-Folge. Ich weiß noch nicht, wer das war. Das sah aus wie Kofi und oh, wer war das denn? Ich hab schon wieder vergessen, weil ich nicht mal wusste, wer das war. Das war, glaube ich, bei Sami Zayn gegen Gable. Da war im Hintergrund auch jemand in der Tür. Das waren safe auch Wrestler. Ich weiß es auch nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Aber das sind so diese kleinen war das Hinweise. Gable? Nee, also nee, der hat in der Segment nach dem Match von Sami Zayn, wo er gegen Bronson Reed verloren hat, dann gab es dann halt im Backstage auch noch was. Ich habe mir das tatsächlich nicht angeguckt, muss ich nochmal machen. Ich weiß aber es auch nicht. Ja, also ich gehe aber auch, also wenn das muss Rhodes gewinnen, da gehst du nicht nochmal. Ja. Also ich weiß nicht, wie beschissen die Stimmung war letztes Jahr nach WrestleMania, als Cody nicht gewonnen hat. Die muss, glaube ich, echt schlimm gewesen sein und ich glaube, das machen sie nicht nochmal. Ich glaube, wir werden wirklich sehr, sehr, sehr viele Face-Siege sehen. Auch gerade bei den wichtigen Matches, wo du einfach dich auch freuen kannst. Ne? Klar, so ein Gunther oder sowas, oder das wird wahrscheinlich, ne, hat man ja gesagt, dass dann muss auch mal der Heel gewinnen. Aber das wird so geil. Das wäre echt gut, ja. Ich will halt keine Ahnung, aber wenn du es normal so durchlaufen lässt, so Cody Rollins in dem Match, ja, dann wird dann auch ein gutes Ding und so. Erzähl mir einfach was Cooles in dem Match. So, aber mich nervt halt Rollins in der Thematik da drin, einfach so. Ja, wir können, gut, das liegt aber, also ich gehe mal davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass eben diese, dass das Internet schuld ist da dran, ne? Also, das war ja wirklich, ich denke, also es war ja, wenn ich das richtig gelesen habe, war es ja geplant, dass es Reigns gegen Rock geben wird, als Face Rock gegen Reigns. Das war ja der ursprüngliche Plan. Dann kamen eben die Cody Crybabies, die gesagt haben, hey, ne, we want Cody. Und dann ist dann halt sind sie dann ja auf den Zug aufgesprungen. Das war ja so schlecht am Anfang erklärt. So, das war ja dieser Turn, so, das war halt so Quatsch. Und dann musstest du ja noch dieses 20 Minuten Twitter-Video, die übrigens sehr zu empfehlen sind, die Twitter-Videos von Rock. Die sind insane witzig. Du musstest halt das erklären. Das war halt dann besser und ich bin auch sehr, sehr zufrieden, wie sich das alles entwickelt. Ich habe so hart gefeiert, dass Cody auf die Fresse gekriegt hat endlich, weil das war bitter nötig, denke ich. Einmal, du musst den Superhelden, der muss den Beatdown endlich mal abkriegen, der muss auf die Schnauze bekommen, damit er am Ende dann als
doch größerer Champion da rausgehen kann. So, das war deswegen, wichtig. Das war sehr wichtig. Deswegen ist Night One auch wichtig. Ja. Also, also grundsätzlich habe ich schon direkt gesagt, als er gesagt hat, hier 2 gegen 2 und dann nächsten Abend entweder ein cleanes 1 gegen 1 oder Bloodline Rules. Also du kannst gefühlt nicht Night One so nach dem Motto nicht overbooken, aber so krass booken, dass ein The Rock dabei ist, dass du ein Tag-Team-Match hast so, und dann hast du am nächsten Jahr praktisch ein Rematch von 39, nur mit dem Twist, ja, die greifen diesmal wirklich nicht ein. So, das ist so, weiß nicht. Also ich glaube, Cody braucht einfach dieses Ding, wo vielleicht, selbst wenn Seth in diesem Match ist, dass Seth schuld daran ist, dass er dann das Match verliert, dass es noch schwieriger wird bei Night 2, dann Cody sagt so, ey, bleib mir bloß jetzt bei Night 2 vom Leib, so misch dich nicht ein, weil du hast ja gesehen, was passiert, wenn du mir hilfst, so, dass er da sauer ist und dass dann natürlich die Frage ist, ja, wie kann der denn jetzt noch bloß gewinnen und dann kommt halt eventuell, wie Stein schon gesagt hat, das Glas zerspringt und Stone Cold kommt raus und. Also, es gibt da schon Möglichkeiten, das aufzuziehen. Wie heftig enttäuscht wärt ihr denn, wenn das nicht passieren wird, was ihr da. Also, ich meine, also, das hört sich jetzt schon zu. Roman gewinnt? Nein, wenn dass John Cena am Ende rauskommt und das. Das ist mir nicht wichtig. Ich brauche keinen Cena. Ich brauche auch tatsächlich keinen Austin. Aber es ist halt nur, weil die so genannt werden. Mir soll halt einfach cool erzählt werden. Ich wäre auch happy damit, wenn am Ende einfach Rock turnt. Und damit wäre ich auch happy. Aber da muss was passieren in dem Match. Also ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn Cody wieder clean gepinnt wird oder irgendwie sowas. Weil dann müsst ihr mich vor Ort auffangen. Das sage ich euch jetzt schon. Tamatonga kommt rein und macht Cody kaputt. Ja. Den kennt auch jeder, den Tamatanga. Ich glaube, das ist genauso wahrscheinlich wie El Generico. Also da bin ich. Elton John. Ja. Gut, der wird wahrscheinlich, könnte mir so ein Raw After Mania oder Smackdown After Mania Ding werden, wenn da Tamatonga ist, glaube ich, bei WWE jetzt unter Vertrag, ne? Ja, der hat wohl gesigned jetzt. Also, mal schauen. Wir haben kein Omos-Match, stimmt, das sehe ich auch gerade. Also auch schade. Raw After Mania vielleicht? Ja. Open Challenge. Das habe ich mir aber auch gedacht. Was ist denn, wenn Cena, weil wir haben ja 10 Matches, glaube ich. Durch Omos getauscht wird. Wir haben 10 Matches aktuell angekündigt. Es sollen angeblich 14 sein. Was ist denn, wenn man einfach sagt, ey, Cena, der will ja irgendwie mit dabei sein, aber man hat keinen wirklichen Aufbau. Und Cena ist dafür bekannt, Open Challenges zu machen. Und dann kommt er raus. Und ich finde einfach, Cena ist ein genialer Typ dafür, um einfach auch Leute, die aus NXT hochkommen, ein geiles Showing zu geben. Und ich fände zum Beispiel, es ist geil, wenn Bron Breakker da irgendwie ein Showing bekommt. Das ist aber SmackDown jetzt. Ja, aber er ist also NXT. Bron, sag ich dir. Er hat NXT Championship. Ja, also aber der Gold. Ist ja also NXT. Gesigned. Aber der hat da gesigned. Ja, aber es ist ein besseres Showing, als wenn er in 5 Sekunden irgendwelche Leute bei SmackDown irgendwie mal kurz mit dem Spear squasht. Aber Bron ist Dings. Bron ist so ein Raw After Mania Ding, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Auch wenn er bei SmackDown ist, aber irgendwie da so den da rein positionieren. Also Bron würde ich auch gerne, aber ich glaube, es ist genau wie Tiffy. Da ist, glaube ich, Mania jetzt zu früh. Ja, das ist halt, du hast halt auch, also ich fand, man hat den ganzen Cena-Matches letztes Jahr gesehen, dass seine Zeit schon abgelaufen ist. So, das ist, fühlt sich, der ist überm Zenit. Also ganz klar überm Zenit. Das hast du nicht bei einem Orton, meinetwegen. Also doch, der hat auch schon seine besseren Zeiten gehabt, aber da ist nicht so, da würde ich noch sagen, der hat noch Power. Und Cena, gerade wo ich weiß nicht, ob der wieder irgendwelche Filme jetzt in nächster Zeit dreht. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt wrestlen kann, ob der überhaupt Kontakt haben darf in der Versicherung. Also er hat in einem Interview gesagt, so ja, er wäre auf jeden Fall bereit für WrestleMania 40. Er hat zwar noch keinen Anruf bekommen, aber er hält sich so ein bisschen die Zeit frei. Ja, okay, Cena. Cena, ja. Kann er ja natürlich immer sagen, weil er immer dann dazu hofft, dass klar, es so also, ist, ne? Also jetzt postet gerade die ganze Welt, Alexa Bliss postet irgendwelche Bilder aus dem Training oder so, die Aufbautraining, Leute fangen dann schon wieder an, so, oh, WrestleMania 40, nee, also natürlich ist es, wenn du nicht bei WrestleMania 40 bist, klug, jetzt irgendwas zu posten, damit die Leute sich über dich unterhalten oder so, aber das sehe ich so ein bisschen wie du, also viel gesagt wird auf jeden Fall, aber nichts, also viel, können aber ja. Ich denke, wir sind uns einig. Ich denke, wir sind uns einig, dass da eine Menge Interpretationsspielraum drin ist. Super viel passieren kann, super viele Szenarien passieren können. Am Ende sowieso nichts eintreffen wird, weil wir ansatzweise hier im Schädel haben. Das hast du immer gefühlt so, aber
Ja, ich traue es trotzdem. Also ich weiß nicht, es ist immer noch, das ist aber auch das Schöne, dass du endlich das so kannst, so auch wenn es vielleicht nicht zutrifft, aber du merkst halt einfach diese positive Attitude, die Triple H da und TKO da verursachen in der WWE. Also das merkst du halt einfach, diese After-Vince-Era, sag ich jetzt mal, wenn man so möchte. Das ist so viel besser alles und ja, es ist gut, dass er weg ist, auch wegen seinen Eskapaden. Also, ja, werdet aber schon lange über den Zenit, der Bruder. Apropos Eskapade hier, gibt's sowas wie, wird Lesnar zu sehen sein? Werden wir Lesnar sehen diese Woche? Also Raw After Mania zum Beispiel? Oder sehen wir keinen Lesnar? Weil der soll ja irgendwie so sich so ein bisschen wieder redeemed haben wohl, was man so hört. Ich glaube, damit machst du dir eher was kaputt, als dass du was. Also, du kannst geile Pops generieren und dafür brauchst du keinen Lesnar. Also, ich verstehe, dass das ein großer Name ist. Und ich. Ja, klar zieht der noch, aber. So, du hast so ein geiles Wochenende vor dir. Ja, ob fallgelassen oder nicht, aber. Ja. Es ist halt nicht wie damals halt zu Vince sein. So, entweder steht was im Raum und dann machen sie es nicht, oder steht nichts mehr im Raum, dann kannst du wieder freie Fahrt. So, die Leute haben so einen Beigeschmack dann immer noch bei dem. Und deswegen, warum jetzt auf Krampf den da noch mit reinnehmen? Du hast ein geiles WrestleMania-Wochenende vor dir, du hast auch ein bisschen was zu erzählen bei SmackDown noch vorher, du hast ein bisschen was zu erzählen nach Raw bestimmt. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Irgendwann, klar, gerne. Aber Gunther hat ja selber gesagt, so ein Dream-Match bei WrestleMania wäre gegen Brock Lesnar. Und das wäre auch bestimmt, glaube ich, das bessere Match immer noch gegen Sammy als gegen Sammy. Aber obwohl, wenn er Sammy angreift, ich weiß es nicht. Ja, komm, wollen wir jetzt da nochmal das Thema aufgreifen? Nee, also ich brauche ihn nicht, sagen wir es einfach so. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, WrestleMania eigentlich so ziemlich durchgequatscht, wenn ich das so sehe. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Ja, ich wüsste nicht. Also offen ist, man merkt, wir haben alle richtig Bock. Also wirklich, ja, das ist so geil, dass da 2K uns eingeladen hat. Das ist insane, weil das sind halt so, du kannst dir Karten kaufen, du kannst da hinfliegen, aber du kannst halt auch nicht irgendwie bei diesem WWE 2K-Tournament dabei sein, wo du dann die Leute super nah siehst, du kannst nicht diese Interviews führen oder du kannst dich da ein Foto mit denen machen, das ist halt schon nochmal was da on top halt so ist, was halt richtig, richtig geil ist und da freue ich mich halt auch extrem einfach drauf, obwohl ich halt auch das Englische nicht sonderlich mächtig bin. Wird das ein geiles, René vorschicken. Ganz, ganz geile Woche. Ja, ich schicke René dann auch einfach vor. Jahr. Du machst bei mir die Interviews, let's go. ja, das wird so nice. Ich freue mich drauf. Wir haben auch noch vor, WrestleCon wollten wir nochmal abchecken. Also gerade Steini und René wollen das ja sehr, sehr gerne. Für mich ist das so, ich gehe gerne mit, um mir das anzugucken, aber ich wüsste nicht, ob ich dafür 80 Euro oder 40 Dollar oder 20 Dollar oder so zahlen würde für ein Foto. Ich verstehe, was du meinst. Wir hatten auch die Adventure-Map-Folge nochmal gehört, so, wo du ein bisschen schon mal angeteased hast. Ach geil, habt ihr euch die angeguckt? Ja, wir haben zusammen im Discord gesessen. Ja, gut. Erstmal muss ich hier klarstellen, ich habe natürlich nicht TTT unter der Bettdecke geguckt, so, das klang ein bisschen falsch. Das hast du. Ich habe gemeint, dass wenn natürlich du 15, 16 bist und dann abends guckst du irgendwie TTT und dann fängt ein Jay da um 12 Uhr an zu schreien, am nächsten Tag ist Schule, dass die Mama halt mal reinkommt und sagt so, jetzt ist aber mal gut hier, ne? Okay, so, dann habe ich das falsch übernommen, Entschuldigung. By the way, danke. Ist okay. Vielen, vielen Dank, Slivo, für den Raid. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nee, aber was halt bei WrestleCon das Ding ist, und ich glaube, das sieht man vielleicht ein bisschen aus einem anderen Licht, wenn man das so betrachtet, du hast halt, wenn du Wrestling-Fan bist, wirst du jahrelang unterhalten. So. Und du hast natürlich selten die Chance, diese Leute dann persönlich zu treffen, vielleicht mal live in der Hausshow in Deutschland zu sehen. Aber wenn du wirklich große Namen wie Kevin Nash oder auch ob Helden oder nicht, ist ja egal, aber Kindheitsleute so wie Jeff. Diamond Dallas Page, Boogeyman, Mark Henry oder auch aktuelle Wrestler, die noch kämpfen, wie ne, Jeff oder Matt Hardy, ältere Leute wie Scott Steiner sehe ich jetzt zum Beispiel hier auf der Liste auftreten. Wenn du die Chance hast, die mal live zu treffen, dann ist es praktisch wie wenn jetzt jemand hier im Stream ist und sagt, komm, ich hau mal 10 Subs raus, die unterhalten mich so lange. Das ist so ein Feedback, nur dass du zusätzlich dann irgendwie noch ein Bild als Erinnerung bekommst. Weißt du, so ein
Ding ist das für mich und oder für uns. Und deswegen ist das noch so ein zusätzliches Ding als Erinnerung, sage ich mal. Ich habe mir so ein Fotoalbum gemacht, wo ich dann einfach alles ausgedruckt habe und das einheften kann. Und ja, vielleicht kann man das ja immer so ein bisschen weitererzählen. Ist ja unabhängig davon, aber ich sage, Jay, ich schätze es so ein, dass du sagen wirst, ey, doch, ich fand das cool hier. Ich freue mich da richtig drauf. Es ist geil. Ist einfach nice. Ich freue mich da drauf. Ist wie so ein Indoor-Trödelmarkt gefühlt. Ja, so, hey. Weißt du? Sind einfach überall sowieso Wühltische und da sitzen die dann alle dahinter, unterhalten sich untereinander, reden mit dir, dann kommt ein Enzo Amore, der will dir seine getragene Hose andrehen und da musst du zusehen, wie du da wegkommst. Das ist so richtig so, keine Ahnung, so Bazar-Atmosphäre, aber einfach so ein richtig geiler Charme. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich war, ich weiß nicht, ob es die WrestleCon damals in New Orleans schon gab. Ich weiß nicht, ob es die schon seit, weiß ich nicht, tausenden Jahren gibt oder sowas. Oder ne, seit mehreren Jahren gibt. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Deswegen, wie gesagt, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch erst, ich gucke ja auch wirklich erst seit 2008, so SmackDown vs. Raw 2008 war das, glaube ich, wo ich das erste Mal dann gesehen habe. So mein erstes Match, woran ich mich erinnern kann, war Royal Rumble MVP gegen Rey Mysterio für den United States Championship. Mhm. So, das war damals so das erste, was ich wirklich so als das war ein Royal Rumble, glaube ich, Pay-Per-View, und das war so mein erstes größeres Pay-Per-View-Match, was ich gesehen habe, wo ich angefangen habe, richtig geil alles zu finden. Und ja, deswegen so, wer ist auf der WrestleCon? Da hast du so Lana und Miro, also Rusev. So, die Ziegler? Ich glaube, Ziegler ist da, okay, cool. Ja, dann hast du natürlich die Hardys, die eventuell Hardy Boys sind da. Ric Flair, euer Freund. Sting, Ronda Rousey. Ja, Sting, boah, Ronda Rousey, ey, was die wieder noch von sich gelassen hat da vor kurzem, ey, mein Gott, ey. Ja, also. Ja, aber X-Pac, Billy Gunn, die üblichen Verdächtigen. Ja, aber X-Pac und Billy Gunn ist halt vor meiner Zeit so. Also, DDP auch? DDP auch, ja. Also, kann ich mich nicht daran erinnern, dass der da war zu der Zeit. Warte mal, du warst so MVP-Raid-Zeit. Ja, Zack Ryder vielleicht noch. Ja Zack Ryder, natürlich, die sagen mir halt alle was. Ja, ist genau. Bei mir auch. Ich glaube, René hat letztes Jahr mit Zack Ryder oder Matt Cardona jetzt ein letztes Bild gemacht. Finde den auch cool so, aber das ist halt das Coole. Du läufst da rum. Ich habe ja hinterher mit Leuten Bilder gemacht, wo ich eigentlich gar nicht wollte. So, na, und dann haben wir gedacht, ey. Da wäre, dann würde ich überlegen. So, das wäre für mich dann der Punkt. Aber der wird halt nicht da sein, weil der halt WWE-Vertrag hat. Aber da würde ich tatsächlich dann auch überlegen. Wenn der Undertaker ist da der wird. Okay, ja, vielleicht macht er ja mit beim WWE 2K-Turnier. Maybe. Vielleicht zockt er ja da ein bisschen, dann daddel ich mit dem ein bisschen WWE 2K. Das würde ich auch nehmen. Also, Live-Match. Ja, also. Ich weiß gar nicht, ob die das dürfen, aber ich hätte schon Bock für den Vlog. Wenn Gunther da wäre, dann mache ich Oberkörper frei und dann möchte ich, dass er mich choppt. Ich glaube, das wird er aber nicht dürfen. Aber da hätte ich, das wäre schon witzig, ich weiß. Von dem den Job, Alter, also von jedem anderen, aber nicht von Gunther. Ey, wie witzig wäre das, aber ich weiß halt nicht, ob der es darf. So, ne, wenn ich halt sage, ey, du darfst mich choppen, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde es, ich hätte Bock. Ich weiß halt nicht, wie das, ich hab mal, glaube ich, ein Video gesehen, wo er das bei jemandem gemacht hat, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie da die Regelungen sind. Wahrscheinlich setzt danach mein Herzschlag aus oder so. Ja, ja, also, wahrscheinlich. Jay kann nach 2 leider nicht mitmachen. Dann komme ich wieder verletzt von WrestleMania, wieder nach einem gebrochenen Bein, ey. Aber wäre witzig. Also das wäre schon ein geiler Moment für den Vlog an der Stelle. Programm wird krass. Und ja, René und ich, wir sind ja auch so kleine Crackies. Wir haben halt mal so abgecheckt, Entfernungen. Oh ja. Und dann ist uns eine ganz besondere Sache aufgefallen, die wir dir hier gleich offstream noch einmal mitteilen werden, weil das ist komplett wild. Okay, also, geil. Nee, also wir haben ein geiles Hotel auch bekommen. Wir sind echt cool zentral da gelegen. Das wird nice. Also wir können da wirklich. Das ist halt, Philly ist halt nicht LA oder sowas, ist nicht so groß. Das ist halt so ein bisschen klein. Es fühlt sich ein bisschen an, glaube ich, wird sich da dann für wie New Orleans. Ich glaube, das wird ganz geil. Das Wetter soll auch bislang ganz okay sein, aber die Wettervorhersage ist, mal schauen. So 15 Grad oder sowas, hoffe ich. Das wäre ganz geil. Das wird awesome werden. Ja, also ich habe da so unglaublich Bock drauf. Mhm. Sobald wir uns am Flughafen treffen, ab dann wird bei mir dieses. Ja. Und dann wird's, dann wird's nervös. Das wird geil. Wann können wir im Flieger rein? Wann fliegen Wetter wir endlich? Wird richtig gut. Ja. Samstag, Sonntag, 16 und 19 Grad. Für euch ist das ja noch relativ frisch so. Es ist das zweite WrestleMania, aber seid ihr mehr hyped auf
dieses WrestleMania, obwohl es das zweite ist, oder seid ihr, wart ihr beim, gut, beim ersten ist halt schwierig, oder sagen wir die Card? War besonderer, ja. Also bei mir ist, ich muss ganz, ich bin dieses Jahr voreingenommen, weil ich kann für mich so meine Story finishen, weil ich kann Lita treffen auf der WrestleCon, das ist für mich mein kleiner Life-Goal, deswegen bin ich tatsächlich mehr hyped auf dieses Jahr, auch in Anbetracht, sorry für das ganze Pushen, aber was wir gestern herausgefunden haben. Deswegen bin ich mehr also, okay, hyped das erreden wir. Ja. Naja, also ich habe auch Bock, Philly Cheesesteak, so, also auch allein so ein bisschen ja, so den Vibe da mitnehmen, ein bisschen geile klar. Sachen da essen, das wird nice. Ich hoffe, ich finde da irgendwas, dass ich das da mit meinem, dass ich da im Zweifel sage, ich dem mach mir das ohne Brot, mit Pommes ja, nach, oder so. Nach dem Shop ist er eh nur im Hotelzimmer, dann kannst du auch mit Brot. Ich nehme nur noch flüssig Nahrung wahrscheinlich danach zu mir, wenn er da. Oder hängst du es nur unter der Theke und der kippt dir dann einfach da nur rein. Ja, das wird geil. Nee, ja. Ich finde tatsächlich auch, dass, also bei diesem Jahr ist nochmal so dieser extra Twist mit Orton drin, mit The Rock drin. Das sind halt, also von der Card bin ich ein bisschen. Ist da die Vorfreude dieses Jahr größer, aber da hätte letztes Jahr auch hätten nur Locals kämpfen können, dass du in dem Stadion. Also man muss auch, also vielleicht ist das tatsächlich letztes Jahr, wo man rückblickend sagt, das war letztes Jahr krasser, weil das SoFi Stadium ist ja ein absolut brachiales Stadion. Also das ist ja so modern und so schön gewesen und dieses Jahr ist es bei dem, da kennst du dich besser aus, Eagles, glaube ich? Bei den Eagles. Ja, Financial, das ist dann natürlich Lincoln Financial Field. Lincoln Financial. Das ist natürlich ein älteres Stadion. Das SoFi Stadium ist ganz, ganz frisch neu gebaut worden. Das ist halt ein bisschen älter. Das ist nicht überdacht. Also ja, das macht vielleicht letztes Jahr ein bisschen größer vom Stadion her und von der Atmosphäre vielleicht. Aber ich glaube, da wird es am Ende nicht dieses Jahr geiler. Finde ich. Flair und Charme. Ich weiß nicht, Chat kann vielleicht mal sagen. So, ich liebe diese älteren Stadien, die haben mehr Charakter irgendwie, wie die neuen Schüsseln da. Die sehen alle aus wie ein UFO. SoFi, übel krankes Dingen. Aber wenn ich mir dieses Lincoln-Dings angucke, das sieht einfach, da will ich einmal rein, so. Weißt du, das ist so das, was ich in den alten Filmen gesehen habe, die Dinger, Alter. So, ich finde, das hat so einen ganz, ganz eigenen Charme. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es lauter wird, trotz offen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Alles. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie laut Philly im Vergleich zu so anderen ist. So Kansas City ist eines der lautesten Stadien, was ich so kenne. Zumindest wenn die Fans halt da sind. So, ich weiß nicht, wie laut dann wirklich am Ende Philly ist. Aber es wird sich dann zeigen. So, du wirst bei beiden nicht sagen, das und das war besser. Das wird hier und da so Vorteile haben oder das ist besser in Erinnerung geblieben, aber. Am Ende ist das ein Erlebnis, das willst du nicht ab- oder aufwiegen so irgendwie, oder irgendwie schlecht reden, nur weil irgendwas im Vorjahr oder im Nachjahr besser war. Die ganze Stadt wird Wrestling leben, das wird geil, das merkst du halt so. Jeder wird halt da Wrestling-Fan sein und also sehr viele. Und wirst du merken und das wird einfach eine richtig geile Zeit, die wir da, glaube ich, zu viert haben werden. Das wird geil. Ja, ich freue mich auf Menschen mit guter Laune. Die haben wir letztes Jahr auch gefühlt nur gehabt. Alle hatten gute Laune. Ja, davon kannst du so ausgehen, dass das haben wir. Schön. Ja. Geil. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da heute bei wart beim WrestleMania Talk. Vielen Dank, 2K, dass ihr uns mitnehmt. Ja, auf jeden Fall. Es ist super nice. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und den nächsten Podcast gibt es dann wie immer Freitag um 0 Uhr. Ihr wisstet, falls ihr noch hört. Dann Tschüssikowski an der Stelle. Ciao, ciao. Ja, geil. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, nochmal danke für die Einladung. Ne? Dann würde ich einmal kurz. Ja, dann würde ich kurz wegraiden und dann können wir ja noch quatschen. Dann bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Das war sehr, sehr cool. Das fand ich auch. Ich finde halt, ja, wir haben halt verschiedene Meinungen oder sowas, aber das gehört halt beim Wrestling dazu. Aber ich finde, wir sind alle Wrestling-Nerds, das hast du heute so gemerkt. So. Alle freuen sich da richtig drauf und das wird geil. Du weißt halt, wer da mitkommt. Also, letztes Jahr hatten wir auch korrekte Leute mit aus der Niederlande und die hatten so eine Art Game One, nur in der Niederlande, so ein Gaming- Serie, die aber, glaube ich, dann im Endeffekt nur noch im Internet stattfindet, irgendwie sowas. Aber wenn du jetzt so als Vierertruppe da einfach hinfliegst und dir denkst, du hast schon vorher entweder Kontakt gehabt oder ich lerne jetzt zum Beispiel Kalle kennen, aber ich habe da auch
gar keine Sorgen, dass ich mich mit Kalle nicht sofort auf Anhieb verstehen werde. Und dafür war der Talk jetzt hier auch, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Abtasten fällt halt weg. Ja. So, du weißt halt direkt, ey, let's go. Ja. Das wird geil. Das macht schon entspannter. Nice. Sehr, sehr geil gewesen. Ja, dann raid ich Mango rein und dann sag ich mal vielen, vielen Dank, ja, auch für die ganzen Subs, die reingekommen sind und vielen, vielen Dank und wir hören uns, warte mal, wann hört ihr uns wieder? Morgen um 11.45 Uhr spielen wir PUBG, Petecast und Lethal Company und ja, haust rein und bis dann, tschüss! Ciao, ciao! Tschüss!